Der Sommer in Ostfriesland will noch nicht richtig losgehen. Der Wind weht frisch und nicht jeder hat ein dickes Fell. Da kann es schon mal zu Erkältungen kommen. Allerdings scheint der Schnupfen von Pony Luna noch andere Gründe zu haben. Nun versucht Carmen, die Nebenhöhlen mit Saunagängen zu kurieren. Aber das allein reicht nicht. Komm mal mit. Sehr lang für uns zum Einkauf. Deshalb will Tamme jetzt nachhelfen. Ein selbstgemachter Zwiebelsud soll Linderung schaffen. Zwiebeln, wir haben Zwiebeln, gute deutsche Zwiebel. Wie viele Beutel müssen wir denn da haben? Zwei. Das ist ja nicht viel, zwei Zwiebeln. Ja, aber das sind 500 Gramm, sind das, wenn die geschält sind. Das ist alles okay. Wir müssen 500 Gramm haben. Und hier Candies. Kilo. Langt auch. Pfeffer, Zwiebelsalz können wir versuchen. Wenn wir schon Zwiebel schälen, nehmen wir auch ein bisschen mit, dass wir was in den Bauch kriegen, oder? Wieso, wolltest du auch noch Zwiebeln essen? Ich denke, Gewürzpfeffer, das habe ich noch gar nicht gesehen. Gewürzpfeffer, hier, zack, Zwiebelsalz. Zack, für die Küche. Nein, da brauchen wir nicht für den Hustensaft, da brauchen wir für den Die Besitzer von Pony Luna hatten schon verschiedene Tierärzte hinzugezogen, aber niemand konnte helfen. Deshalb haben sie sich entschlossen, das kranke Tier zu Carmen nach Filsum zu geben. Als letzte Rettung. Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass dieses Pony also nicht unbedingt eine normale Erkältung hat, sondern dass es in irgendeiner Form durch Allergien behaftet ist. Weil also diese Art der Atmung ist also so, dass man sagen kann, so ein Pferd ist schon chronisch krank und atmet also so, dass man die Dampfrinne sieht, die sogenannte. Also dann ist schon höchste Eile geboten. Der erste Schritt ist eben gewesen, dass der Tierarzt natürlich da gewesen ist, hat dieses Pony abgehört und an der Lunge sind also schon Verkrampfungen. Das heißt also, das geht schon da Richtung chronische Krankheit. Hat also sofort etwas gespritzt, damit wir dem helfen können und hat auch Medikamente da gelassen, die das Pony zweimal täglich bekommt. So, und jetzt sind wir dabei, das eben zu sanieren und haben gleichzeitig natürlich direkt Blut abgenommen, um herauszufinden, ob in der Tat, weil der Tierarzt die gleiche Idee hatte, ob da entsprechend Allergien sind. Und jetzt kann man also feststellen, die war am Anfang sehr ängstlich. Also sie hatte wirklich Atemnot, als sie herkam, das ist noch keine Woche her. Und man kann also jetzt schon feststellen, das Pony wird ruhiger, die ist lebendiger, die guckt viel jetzt aus der Box raus. Jetzt weiß ich auch, was du vorhast. Du kannst das doch nicht wissen, was ich vorhabe. Schöne Mettbrötchen. Wenn wir schon mal an Zwiebel schneiden sind, dann willst du auch Mettbrötchen haben. Und was fehlt uns jetzt da dazu? Brötchen. Siehste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 20 Stück. Ja, nicht so viel. Die letzten Tage viel zu viel gegessen. Schwarzbrot brauchen wir nicht mehr. Wenn schon, denn schon. 10 Brötchen für jeden. Das sollte reichen. Einmal. Was sind da eine Dame? Hilde. Zweimal. Mutter. Weißt du, was ich noch brauche, ist, wenn man Zwiebeln schneiden, was schief geht. Immer eine Nasenlänge voraus. Der XXL-Ostfriese. Die ersten 5 Minuten sind um. Und Lunas Atmung geht schon gleichmäßiger. Du bist aber weit mitgekommen. Mach mal Licht an. So, jetzt hat der XXL-Ostfriese eine Überraschung für seinen XL-Kumpel Stefan. Er hat nämlich in den letzten Monaten eine kleine Kneipe auf seinem Hof eingerichtet. Zum Privatgebrauch. Da bin ich begeistert. Tamme, ich bin begeistert von deiner Kneipe. Und ich danke dir, dass du hier nicht auf die Fresse gefallen bist, denn ich habe das Licht im Fußboden nicht angehabt. Ja. Nein, das ist eine ordentliche Kneipe. Da bist ordentlich. Bloß du bist einen Tag zu spät. Das Bier ist vom Fass runter. Wir haben gestern ein bisschen Party gemacht. Wir müssen ja nicht immer Bier trinken. Wir können es ja auch mal mit Schnaps versuchen. So. Weißt du was? Hier.
schälst du jetzt erstmal die Zwiebeln drin. Ach ja, der Zwiebelsud. Wo hast du dein Messer? Das Abschälen kann man besser, glaube ich, mit einem kleinen Messer. Dann nehmen wir ein glattes Messer. Und für dich aber mal ein bisschen Schärfe reinbringen. Aber eine Zwiebel musst du, oder zwei musst du überlassen. Wir wollen so ein bisschen Leckereien mal. Weißt du was? Die Zwiebel ist ja völlig unterschätzt. Wieso? Ist wie manches Hausmütterchen. Du denkst, das ist nimmst. Und eine Auswirkung wie sonst was. Spitz genug. Erstmal bloß die Schale rum und da rein, dass du mir hier nicht Dreck verbreitest. Dann macht man so. Dann macht man das so. Ne? Da geht man hin, kneift hier einfach ein und dann kann man das Ganze ausklappen. Schon ist die Geschichte sauber und abgepellt. Und die Augen tränen beim Zerhacken. Und das könnte man ja auch mal machen. Wenn das zerhackt wird, da muss ich ja nicht haben. Augen Trainer, bitte gar nicht. Aber der Knochenbrecher ist erstmal anderweitig beschäftigt. Komm hier mal ganz zur Kante. Komm hier mal weiter. Es hat schon geknackt. Das reicht eigentlich. Oh. Für dich reicht das nicht. Oh. Andere Seite. Oh Gott. Ja, dieses. Man achte auf dieses Schmerzverzehr. Es ist immer wieder beeindruckend. Ja, jeder hat so seine eigene Auffassung von Liebe. Ja. Schulter. Oh. Jetzt komm mal hoch. Und du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen, er kommt erst dann wieder, wenn die Arbeit fertig ist. Das ist immer dasselbe. Und ich fall da immer wieder drauf rein. Woran liegt das bloß? Liebe Patienten, ich bin mit diesen Frauen liiert. Es ist mir eine Freude, diesen halben Griff anzuwenden. So, und jetzt rüber. Nicht! Du sollst nicht helfen mit deinen großen Ohren. Ich mach das nicht extra. Hallo! So. Nicht helfen. Oh, ich muss eben massieren, ey. Oh, ja, immer wegen Masseur. Aber wegen Eindrinken. Ein bisschen Schmerzen können halber sein. Oh, komm. Komm, tu mal. Ich habe auch keine Zeit für diese Spielereien. Ja. Ein bisschen Hutz. Du bist wieder voll arbeitsfähig. Komm, 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 nicht verzögern. Den schiebe ich dir selber hin. Sonst kommst du auch nicht ab. Du musst Geld verdienen. Ja, für dich. So ist richtig. Finde nichts wieder. Ja, weißt du, ich bin hier an Tränen und du holst immer was, was du gar nicht wiederfindest. Du bist auch eine Träne. Cola, machst du denn Cola oder ein Fanta? Cola. Hier mit den Augen tränen, das geht ja gar nicht. Du musst auch mal ein Die paar musst stellen. Du da nicht so rein tun, so ganz. Da hier. Du musst mir das mal noch, zeigen. Die müssen gleich zerkleinert werden. Da gehe ich gleich bei. Ich weine gleich mit dir parallel. Gott, hasse ich das. Ah. Ich musste als Kind schon so viel weinen. Ah. Nützt ja nichts. Die Arbeit muss gemacht werden. Der muss das sein. Hörst du was? Aber im Moment ist erstmal jede Ablenkung willkommen. Du kennst dich in deiner Küche auch nicht so. Du musst. Das ist der Hinterste. Geh dahin. Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich die Fehler. Ich musste diese Platte drauf lassen. Ich dachte, das wäre eine Verdeckung. Verstehst du? Ja, der ist jetzt warm. Ja gut, dann nehmen wir den hinten. Wäre das auch geklärt. Jetzt werden aber Zwiebeln gehackt. Sieht das nicht so aus, als wenn das nur so ein Schutz oder was ist? Nee, nee, da muss drauf. Ja, da bin ich jetzt hinter, Schätzelein. Siehste. Jetzt aber. Ich glaube, wolltest du nicht hacken. Gell, nun dreh ich mich nicht auf, ich bin am Kochen.
Schon klar. Nur wer hackt die restlichen Zwiebeln? Das muss jetzt heiß und schön. Gut, dann ist ja jetzt Zeit fürs Hacken. Ich heul schon, wenn ich dran denke. Ich bin eigentlich sensibel. In Tams Sprache heißt so jemand Lusche. Sei's drum. Luna ist jetzt durchgesaunt und gut drauf. Mach die gar nicht mehr raus hier. Ist das so schön? Komm mal. Aufpassen. Machst du eben zu, Opa? Aber... Irgendwann ist auch dieses Messer scharf genug, um Zwiebeln damit zu hacken. Schätzelein. Jetzt gibt's kein Entrinnen. Stefan kann nicht mehr. Immer in die Putz. Letzte Sicherheitsmaßnahmen. Und los geht's. Ich hab das mal gesehen, so, das geht zack, 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 machen die das. Das lag da schon für so eine aufgesetzte Zwiebel, das ist ja herrlich gemacht. Von wegen. Da musst du jetzt durch, Tamme. Denn Stefan lässt sich nicht mehr erweichen. Weder durch demonstrative Ungeschicklichkeit, noch durch theatralisches Leiden. Gott, ist das ein scharfes Zeug. Bei dem Pony kann man sehen, dass der Stoffwechsel nicht gerade gut in Ordnung ist. Denn die Pferde gehen ja beim ersten Mal trocken rein in die Sauna. Sie ist zwar warm, aber kühlt auch sofort wieder aus. Und wir haben zum Beispiel andere Pferde, die übersäuert sind in der Muskulatur. Die kommen also raus, die sehen zwar oberflächlich trocken aus, aber die dampfen sofort und dann sieht man, dass die Unterwolle total warm ist. Ne? Also das die Haut schon gut geschwitzt hat. Seh du auch mal Brett und mach mal was. Ja, ich bin hier mit Röhren zugange. Das sieht auf jeden Fall mit deinen Tempos in der Nase sieht beschissen aus. Ja, aber die Medizin wird gut, wenn ich dir das mal sage. Hä? Und darauf kommt's doch an. Ich glaube, es sind schon 80. Noch 4 Zwiebeln. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Oh, Scheiße. Nein. Der XXL-Ostfriese gibt vorzeitig auf. 85. Ja, es kocht nicht mehr. Und zwar unter Vortäuschung fadenscheiniger Gründe. Die 4 Zwiebeln lang hätte das Wasser die Temperatur auch noch gehalten. Du machst doch alle Messer dreckig. Du bist für dich ein Typ, du. Ach was. Einfach ein paar Fehler bei den anderen suchen und schon ist man wieder am Drücker. Guter Trick. Jetzt schneidest du eben mit dem kleinen Messer diese beiden Zwiebeln hier. So. Und dann hier werden wir gleich was Schönes. So. Dann waschen wir sie eben, damit die Poren sich etwas mehr öffnen für den zweiten Saunagang. Da geht es in der Regel etwas besser schon. Carmen ist noch nicht ganz zufrieden. Gucken, dass du nachher noch ein bisschen mehr schwitzt, Madame, ne? Aber optimistisch. Hm? Kleine Maus. Hm? Ich denke, wenn wir noch 2-3 Mal sauniert haben, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Immerhin dampft sie. Jetzt vorher hat sie gar nicht gedampft. Da war die Haut schon direkt wieder kalt, als man aus der Sauna kam. Also schon ein bisschen schwierig, ne? Wichtig ist, dass wir was aus der Nase bekommen oder aus dem Maul, dass sie da den Schleim verliert, dass sie abhusten kann, ne? Apropos abhusten. Dies kühlt jetzt ab. Die ätherischen Öle setzen jetzt alles frei. Und das bleibt jetzt 2 Tage hier stehen. Und genau zur selben Zeit am 2. Tag geht das durch ein Sieb. Und alles, was flüssig ist, kriegt das Pferd in 20 Kubik. Große Spritze, nicht Meter, Millimeter, Milliliter. Rein in die Spritze und ab. Wenn das nicht Pflegestufe 3 ist. Sauna, Massage und ein hausgemachter Zwiebelsud für den 2XL-Ostfriesen bittere Tränen geweint haben. Luna weiß wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet. Egal. Hauptsache, es hilft. Noch 2 Tage warten, dann läuft die Nase wieder. Thank you.
Es ist soweit. Der Zwiebelsud hat 2 Tage gezogen, die Luft ist lauer geworden, Luna darf wieder auf die Koppel. Und Carmen ist schon sehr zufrieden mit ihrem Sorgenkind. Alles in allem macht das Pony einen fröhlichen und stabilen Eindruck. So, was heute Abend noch mal? Schätzelein. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss bei dichter dran halten. Muss bei der Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo? Wie soll ich dir das? Soll das von Kilometer reinplatschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo, das hier rein. Ja, das zeigst du nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will den Müll da nicht mehr reinhaben. Könnt ihr denn gar nichts ohne klare Ansage? Weg in Müll. In Müll? Komm, du rührst jetzt. Schnell müde wirst du wohl. Ja, wenn's dann hilft, dann hilft's. Schweiß und Tränen stecken in diesem Zaubersaft. Jetzt schicken wir wen los zu Pony? Carmen. Weil es ist ein weiter Weg in die Weide. Puh, geschafft. Und du kannst schon mal drüben in die Weide gehen und das Pony ins Maul. Dann lauf mal los, mein Schatz. Komm eben her, kannst von draußen bleiben, mit dem Lecker holen. Komm her, Maul. Jetzt nicht kneifen. Dieser Schleimlöser hat beinahe eine innige Männerfreundschaft zerstört. Schon allein deshalb wäre ein wenig Dankbarkeit angemessen. Aber darüber hinaus soll er ja auch helfen, die Atemwege frei zu machen. Also komm schon, Luna. Mund auf und durch. Schlucken. Schlucken. Nicht fudeln, schlucken. Mmh, lecker, ne? Runterschlucken. Guck, schmeckt gar nicht so schlecht. Ist ja auch jede Menge Kandis drin. Und, lecker? Opa fühlt sich endlich mal für einen Moment unbeobachtet. Jetzt hast du ordentlich geschluckt. So, das heute Abend noch mal. Ne? Du kannst ein bisschen draußen bleiben. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich jetzt mal auf Touren kommen. Tief durchatmen und Gas geben. I don't mean to think it over. I got leaving on my mind. Die Laune wird langsam besser. Und das ist auch gut so, denn Tamme und Stefan haben einen weiten Weg vor sich. Die beiden Ostfriesen fahren nach Bayern, um Freunde zu besuchen und Pferde einzurenken. Auf dem Weg dorthin machen sie Halt an der Storchenpflegestation Wesermarsch. Hier nisten jede Menge Zugvögel. Manche sind verletzt, andere verwaist und wieder andere kommen schon seit Jahren auf ihrem Zug aus dem Süden zurück in ihr gemachtes Nest. Wir können stundenlang gucken, ne? Was? Genial ist das. Hier, da sieht man das. Auch Flügelbruch der linke, ne? Ja. Hängt, genau. Hier ist ab. Oder das ist der Rest vom Flügel, ne? Da sind nur noch ein paar Federn. Und ja. Der rechte da, der ist gebrochen gewesen. Und den haben Leute aufgenommen, haben sie mitgebracht irgendwo aus dem Osten. Und haben den im Keller einfach stehen gehabt, sozusagen. Wir haben dem Storch das Leben gerettet. Haben es aber ja nicht geschient und haben es nicht in Position gebracht. Ja. Und dann ist der jetzt so der Knochen angewachsen. Das ist ein dicker Knochen. Das ist, als wenn ich 2 Knochen so zusammenwachsen lasse. Ja, ne? Jetzt hat er sein ganzes Leben sozusagen handicapped damit. Siehst du, wie krumm der eine den Schnabel hat? Ja. Der ist auch irgendwo gegengeflogen. Der Oberschnabel ist gebrochen, das fehlt. Und das untere Teil ist jetzt krumm. Das kann man aber nicht beliebig abschneiden. Also der Oberschnabel ist eine Hornplatte drüber und ist innen drin wie unsere Nase. Muss man sich wie unsere Nase vorstellen, durchblutet alles.
Und das Unterteil ist aus Horn und sind zwei Platten, die sind vorne aneinander gewachsen. Ja. Wenn ich jetzt das vordere Stück wegnehme, dann fallen die in zwei Hälften weg. Das ist so eine Vorbereitung hier, ne? Das wird dann auch so eine Nistunterlage aus Stahl oder aus Holz. Und da haut er den Sägemehl an. Und nee, ein Schredder, Holzschredder. Mhm. Das muss ganz grob sein, dass das Wasser so durchfallen kann. Ne? Und das soll auch dieses hier, das soll schön nach oben stehen, damit er da drauf seine Zweige drauflegen kann und die nicht so wieder runterfallen. Die Leute, die machen das immer schön mit Weiden, ne? Richtig, ja, schön in der Runde, das geht ja ganz schnell, ne? Und deswegen, ja, alle schön biegen. Aber wenn der Storch dann seine Äste drauflegt, die sind genauso schnell wieder runtergefallen, wie sie... Weil das ist jetzt für Asker, Birke und alles Sträucher. Ja, das ist am liebsten oder am besten sind so Apfelbäume oder Pflaumenbäume. So was Stacheliges muss das sein, nicht? Damit das richtig schön hochsteht. Ja, ja, und damit er, was er drauflegt, Halt findet. Genau. Und das wird dann bis hier vollgefüllt, sozusagen, kleine Mulde rein, kein tiefes Loch. Und dann packt er sich das schon hoch und dann wächst das ja in den Jahren immer höher. Wir haben welche, die sind ungefähr Meter, guten Meter hoch. Das wäre noch so ein Traum von Tanne. Ein schönes Storchenpärchen auf dem Dach vom Hankenhof. Guck mal. Das ist Raubtierfütterung. Lass es mal auf den Tisch gehen hier. So. Große Scheiße, was ein Lütchen, ja, was ein kleinen Fohlen. So, und der hat natürlich schon Hunger wie ein großer, sonst würde er ja nicht in 8 Wochen 1,80 Meter Spannweite kriegen. Ne? Was futtert der Bursche denn? Das ist jetzt Geflügelfleisch, Hühnerfleisch, ne? Ganz klein, das ist, was weiß ich, hier ist ein Herz, ne? Das ist von allen so ein bisschen. Mhm. Ja, da hat man gesegneten Appetit. Ja. Der ist ein Tag, muss man dazu sagen. Ne? Gestern war sein erster Happen dies. Ein Stück. Das würde ich sagen, der könnte aus Friese sein. Der hat Appetit. Stark, ne? Wie der reinmümmelt. Guck dir das eben an. Der braucht jetzt alle paar Stunden sowas. Die haben die Augen noch auf, ja. Doch, ja. Dunkle Augen siehst du nicht. Es gibt verschiedene. Es gibt welche mit blauen Augen und es gibt welche mit braunen Augen. Hat das was mit zu tun, wo die hinfliegen? Nö. Wie oft wird der kleine Bursche gefüttert? Alle 2 Stunden jetzt. Von hell werden bis Sonnenuntergang. Und wenn er dann größer wird, der verdoppelt sein Gewicht jetzt ständig. Und wenn er eine Woche alt ist, dann kann man noch mal alle 3 Stunden. Ne? Dann kann er ja, der kann ja jetzt nur das bisschen speichern, was hier da jetzt, was er jetzt geschluckt hat. Ne? Das ist ja nicht viel. Mhm. Und hier noch ganz was Leckeres. Mmh. Je größer er wird, je mehr kann er speichern. Genau, und hier ist Klappert da, ne? Ja. Das Klappern hat den Grund einmal Verständigung, aber auch wenn er klappert, hält er den Kopf hoch und dann rutscht wieder alles schön bis zum Magen runter. Rutscht er runter. Genau. Hier sieht man mal die kleinen Beinchen. So ein Bein, das wird nachher so lang. Das wächst nachher so schnell und dann muss sich die Haut immer erneuern, sonst würde sein Beinchen abgeschnürt. Ne? Ja. Und dann müssen die immer feucht bleiben. Wenn die jetzt nur trocken sind, dann schnürt sein Bein ab und dann stirbt das sozusagen ab. Also müsst ihr den kleinen Burschen auch zwischendurch mal die Beine nass machen? Ja, hier, das wird dann nass gemacht, dann wird er draufgesetzt und dann ist wie, oder Hautcreme, sag ich mal, oder so. Ja. Ne? Ja. Das reicht. Er darf nicht nur schön trocken liegen, das geht dann gar nicht. Da hattest du früher auch so kleine Füße, Tamme. Ja, ich habe so viel getrunken, ich lag schon leicht mal nass. In Filsum schaut der Tierarzt vorbei. Er hat Pony Luna von Anfang an durch die Therapie begleitet. Das ist die kleine Luna. Luna. So, wir haben, das ist ein Fahrpony und die Leute haben schon ein Pony verloren. Das müssen sie einschläfern lassen. Aber das ist immer noch tüchtig hier. Ne? Man sieht das in der, ja, das ist noch, aber sie ist insgesamt besser drauf. Und es kommt jetzt durch das Sornieren auch schon einiges raus. Wie oft sornierst du den? Alle 2 Tage. Ja. Ich habe erst nur einmal einen Durchgang gemacht, weil sie doch von der Luft her sehr schlecht drauf war. Und jetzt kann sie 2 Durchgänge aber gut durchhalten. Also es klappt jetzt ganz gut.
Naja. Ich habe die Papiere sonst da. Okay, was besser ist das. Man hört da natürlich noch ganz gut heftig. Ja, das ist klar, aber tut sich aber was, oder? Es tut sich was. Weil da kommt einiges raus. Das sind Allergiker und die haben das dann oft so, dass es Kreuzallergien gibt und dann reagieren die auf ganz verschiedene Sachen, weil die alle ein bisschen miteinander verwandt sind. Mhm. Gut. Wollen wir hoffen, dass die letzte Eisenbahn hier noch klappt, dann, ne? Dass wir ganz weg gehen. Das ist noch ein weiter Weg, aber irgendwann muss man ihn anfangen. Ja. Ne? Danke dir. Jo. Ja, oh Gott. Ich habe noch nichts getan und bin schon müde. Ist das normal? Geht mir immer so. Die Ostfriesenkrise scheint endgültig überwunden. Ja. Komisch. Da glaube ich dir. Ja, da habe ich mich wohl da. Oh, 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 mein Freund, Dame. Du bist von mir auch, ne? Ja, okay. Ich fahre jetzt, also ich reise jetzt B in Holland. Mhm. Und das geht eigentlich ganz gut. Aber jetzt ich weitergehe mit ins L1. Ja. Und er soll mehr an die Arbeit. Endlich hat Carmen Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung, Reitunterricht geben. Weil ich weiß, in Holland ist B, dass man noch so Übergänge zum Halten über Schritt gehen darf. Genau, ja. Okay. Und wenn ich ihn lasse, dann geht es gut. Und nicht zu viele Fragen, dann geht es gut. Aber wenn er an die Arbeit soll, dann wird er ganz schwer auf der Hand und geht er immer schneller. Ja. Also das ist eigentlich das Problem. Und auch in der Galopp ist ein Galopp, denke ich mal, ist bei den Friesen sowieso ein bisschen länger Zeit nötig und dass sie also wirklich reell auf dem Hinterbein lernen zu tragen. Ja, genau. Und die Arbeit wollen wir uns dann gleich mal angucken. Ich mache also erst ganz viel Schrittarbeit, ja. Ne, dass man im Schritt schon, kennt der Schenkelweichen, Weichen vor der Kalt? Ja, ja im Schritt das kennt schon. Er? Okay. Gucken wir uns an. Jetzt. Yes. Alles klar. Oh, ist gut. Alles gut. Jetzt versuchst du ihn erstmal lang zu reiten, also die Zügel ruhig relativ lang lassen. Lässt ihn ruhig erstmal gucken. Mhm. Wenn du die Idee hast, du hast ihn gar nicht in der Hand, oder die Idee hast, er drückt, dann spielst du einfach mit den Ringfingern und bewegst das Gebiss im Maul ganz weich hin und her. Ne, weil ein Friese hat natürlich einen enorm hoch aufgesetzten Hals. So, und den in die Länge zu bekommen, ist eh bei manchen schon etwas schwierig. Und gerade den Hals. Keinen Hals nach rechts, ganz gerade den Hals, ganz gerade. Den Kopf auch, ganz gerade. Ganz gerade den Kopf. Spielmann. Du versuchst ihn jetzt festzuhalten. Ja, genau. In dem Moment läuft er praktisch so schon gegen deine Hand an. Das wollen wir verhindern. Zeit für Tamme, sein Formtief zu überwinden. Denn in Ulm wartet jede Menge Arbeit. Der Knochenbrecher aus Ostfriesland ist weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus bekannt. Und wenn er auf Tour geht, verabreden Pferdebesitzer Sammeltermine, um dem XXL Ostfriesen ihre Vierbeiner vorzustellen. Und zurück. Ich würde sagen, der hat lange gewartet, dass ich hier bin. Ja, ich würde es auch sagen. Nach 20 Röntgenbildern und 1000 Untersuchungen hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Der geht lahm, hinten rechts. Und nie stark, sondern immer in der Wendung, bloß ganz leicht, wenn er langsam trabt. Und das Problem ist, dass der Tierarzt mit allen Röntgenbildern jetzt nichts gefunden hat. Der hat einen 1er TÜV, sagt man dazu, weil alles so perfekt ist. Und jetzt hat er aber gesagt, ich soll mir von einem Osteopathen da helfen lassen. Aber vielleicht kann auch ein ostfriesischer Knochenbrecher helfen. So, hast du das gehört? Ja. Rechte Schulter. Ja. Das musst du dann Pferd eben so drehen, dass ich hinten arbeiten kann. Sonst sitze ich gleich bei der Heidi in der Hecke. So, und halt. Knochenbrecher nennt man in Ostfriesland traditionell Heilkundler, die sich mit dem Einrenken von Gliedmaßen beschäftigen. Aber richtig derbe. Das sind aber alte Klamotten. Gefuß. So, jetzt einmal einen Rückwärtsgang und hervorragend. In seinem anstrengenden Job kommt dem XXL Ostfriesen seine Größe von 2,06 Meter zugute. Und komm her.
Hat ihn. Teufel nochmal, wo hat er das denn alles beigekriegt? Der juckt so auf der Koppel rum. Vielleicht da irgendwo. So, jetzt bist du dran. Schönen Schritt den Weg hinunter und den Traber wieder hoch. So, mein Freund. Und leichtfüßig wieder ein Pferd. Und zurück in Trab. Der kann ins Bett. Viele Kenntnisse der Knochenbrecher beruhen auf Wissen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Wen haben wir hier denn? Das ist das dicke Bienchen. Problem ist, dass die immer mal vorne links, mal vorne rechts und nicht immer rumgeht. Lauf mal einmal schnell. Am Gang eines Pferdes erkennt der XXL-Ostfriese oft schon die Wurzel des Übels. Na, Kumpel. Gehen wir den mal her. Hat er das hauptsächlich im Sommer? Das hat vor einem halben Jahr uns angefangen. Aber nicht so. Und jetzt ist das erste Jahr. Also die ist jetzt bei uns im Besitz seit 8 Jahren und das war jetzt das erste Mal. Ja. Weißt du, was ein Pferd hat? Die Füße zu trocken. Ja. Stellen wir mal ins Wasser. Die nächsten Wochen Mutter machen. Schön rein, und wenn die Füße sich voll saugen, läuft doch wieder. Komm. Schätzelein, komm. Gib Fuß. Ja, mit Mauke zu tun. Ja, jein. Also so Grippel. Hat sie schon immer so wunde Stellen, sie kratzt auch sehr viele mal die Füße. Ja, das ist Mauke. Den machst du jetzt mal sauber, dann löst du Alaun auf und da wäschst du das mit ab ein paar Tage. Und dann normalerweise geht das so wieder zurück. Gut drauf. Weißt was, ich mache eine Ecke Mutter und da setzen rein. Ja. Und lass ihn da ein paar Stunden drin stehen, dann muss die Füße mal richtig nass haben und dann läuft er wieder. Ja, alles klar. Das wäre einer für die Nordsee. Da muss er rein am Tag und dann geht das ja, gut. Ja, genau. Wattreiten. Super. So, wer ist denn jetzt dran? Nebenan versorgt Stefan ein paar Pferde mit passendem Hufbeschlag. Nicht selten sind falsche Eisen der Auslöser für die Rückenprobleme der Vierbeiner. Praktisch, wenn die Ursache gleich vor Ort behoben werden kann. So weggebrochen. Das können wir gar nicht mehr wegnehmen. Und Trab. Gut, volle Fünfe. Super. Das machst du gut. Willst du denn damit zum Turnier hin? Ja. Ja? Warst schon mal auf dem Reiterfest mit so? Ja. Und was bist du geritten? E und A springen. E und A springen. Ja. So hoch schon? Ja. Und will er Stoff geben oder ist er langsam? Der will schon Stoff geben. Super. Dann bin ich gespannt, wenn du nächstes Mal eine Schleife hast, dann geben wir einen aus, oder? Ja. Super. Den schmeißt man wieder auf den Hänger. Du hast doch das schönste Pony heute. Guck mal, einfach so die Finger, als wenn du einen Schwamm in der Hand hast, spielst du so ein bisschen mit dem Gebiss und versuchst, dass er den Hals länger macht nach und nach. Na, dass wir ihn also nicht mit so einem engen Hals haben, sondern wenn er sich hier mit der Situation gleich so ein bisschen abgefunden hat, dass er sich auch ein bisschen mehr dehnt. Du sitzt jetzt selber schon auf Anspannung. Wenn ich jetzt Pferd wäre, würde ich wahrscheinlich schon sagen, ich hau lieber ab. Bleib mal ganz locker. Na, dass du einfach bewusst dich tragen lässt, ruh dich einfach aus.
Na, du lässt dich also mit der Hüfte tragen, du sagst nicht bewusst, ich gehe mit dem Gesäß mit, sondern du fühlst die Bewegung des Pferdes unter dir und so nimmst du die Bewegung in der Hüfte mit auf. Nicht, dass du bewusst selber schiebst. Ne? Wir wollen die Pferde hinten kurz machen, dass sie hinten Last aufnehmen und vorne sollen die stolz sein. So, jawohl. Eure Pferde hier sind alle immer so ein bisschen steif. Die sehen schön aus fürs Auge, dick und rund, aber sie ziehen kein Hering vom Teller in dem Moment, weil sie einfach Luschen sind. Die müssen arbeiten. In der Natur läuft ein Pferd 20 Stunden am Tag hin und her. Und bei euch steht er. Oder einen kleinen Paddock. Wenn ihr von der Koppel redet, da ist bei uns ein besserer Siloplatz. Weil das ist nicht groß, ihr habt ganz andere Verhältnisse. Eine richtige freie Piste für junge Pferde fängt bei 20 Hektar an. Die ausgelösten Reflexe bringen die Wirbelsäule wieder ins Lot. Eselin, das gibt es beim Tierarzt, dass sich Schleimhäute und alles mal so ein bisschen normaler werden. Ja. Hufer im Sommer ist nichts wert. Zweimal die Woche mit Lebertran einpinseln, dann hast du so einen schönen harten Huf. Das ist wunderbar. Guck die Stollen an. Wenn er jetzt hier drückt, die Stollen rein, dann hat er die unterm Huf. Das geht nicht. Der hat Schuhgröße 48 und läuft in 34. Guck hier, Hemd. Diese Farbe darfst du beim Sportmann nicht haben. Das ist im Gelbton. Du musst rosa haben, wie das Zahnfleisch noch jetzt. Holst dir eine Flasche Eisen aus der Apotheke und jeden Tag morgens und abends 10 Tropfen rein in die Tränke. Säuft das mit weg. Dann Selen zugeben. Und dann wirst du binnen ein paar Tagen merken, dass das Pferd in sich viel frischer wird. Da läuft der Schlund rein. Ja. Und an den beiden Stellen ist der Rückwärtsgang. Gar nicht viel Theater machen. Kuppeln und Rückwärtsgang. Klappt aber nicht immer. Ich konnte noch nicht mehr, also zieht er durch. Sehr gut. Zeit für ein Schlückchen. Jetzt hier. Jetzt hier. Ja, braucht die Schongang, Herr Hanken, oder gar nicht? Nee, nach ihrer Behandlung. Der einzige der Schongang, da braucht er nicht. Das schaust du besser mal. So, genau. Und trab langsam leichter Ball. Das Wort Schongang kennt Carmen gar nicht. Übertreib jetzt mal, trab mal noch langsamer leicht. Halt dich, merkst du das? Du hast jetzt die Zügel länger und das Pferd reagiert besser. Merkst du das? Ja. Ne? Ja. Und du bist also irgendwo auf dem richtigen Weg, versuchst aber doch noch zu viel, das Tempo über die Hand abzufangen. Ja, das stimmt. Ja. Also du kannst auf diesem Wege jetzt deinen eigenen Körper besser kennenlernen und merken, welche Qualität der hat. Weil du hast das hier bei den ersten Übergängen schon jetzt... Ja. Ne, am Anfang, klar, war natürlich nur so ein bisschen gespannt, aber hier hast du das jetzt schon toll hingekriegt, dass du merkst, dass du ihn immer wieder von der Hand wegkriegst, indem du langsamer leicht trabst, deinen Oberkörper anspannst. Was noch wichtig ist, aus der Hüfte praktisch den Schenkel einfach mehr hängen zu lassen. Okay. Nicht bewusst sagen, der ist im Moment zu schnell, weil dann machst du dich hier wieder fest. Ja. Ne? So, jetzt aber ab nach Bayern. Genauer gesagt nach Bad Reichenhall. Der XXL-Ostfriese hat Hunger. Das schlägt aufs Gemüt. So, und hier legt es runter. Da. Ja, da. Langsam. Bleibe rechts so hinter. Links. Immer geradeaus. Bleibe auf der linken Spur, Junge. Meine Güte, was das ja feine Berge sind, du. Meine Spitze liegt noch Schnee. Boah. Guck mal da oben, da mit Gämse. So, ihr zwei habt schon wieder Pause. Ich mache jetzt auch eine. Sonst ist ja immer mal jemand da. Volkmar kommt sonst immer. Ich weiß gar nicht, wo die alle stecken heute. Wenn Tamme auf Tour ist, bleibt die ganze Arbeit auf dem Hankenhof an Carmen hängen. Trotzdem nimmt sich die Pferdeliebhaberin auch Zeit für eigene Pläne.
Irgendwo bin ich gerade dabei, mich selbst zu verwirklichen. Ich erfinde ja jetzt nicht das Reiten oder Longieren anders oder neu, wie auch immer. Aber ich versuche es einfach so pferdegerecht wie nur eben möglich zu machen. Und es gibt eben Reiter, die, ich sag mal, nie reiten werden wie der liebe Gott. So, ne, die haben ihr Manko und es gibt viele Freizeitreiter, die aber trotzdem gut umgehen wollen mit ihrem Pferd. Und meine Botschaft ist einfach, alle Pferd- und Reiterkombinationen so miteinander in Harmonie zu bringen, dass sie also trotzdem schön miteinander umgehen können. Endlich, nach 12 Stunden Fahrt und 2 Stunden harter Arbeit, sind der XXL Ostfriese und sein XL-Kumpel Stefan am Ziel ihrer Träume angekommen. Die gemütliche Gastwirtschaft in Bad Reichenhall gehört Tammes Freund Thomas. Und weil der weiß, worauf es im Leben eines XLers ankommt, haben er und seine Frau Ruth auch schon eine Kleinigkeit vorbereitet. Oh, guck mal. So, ihr Schätzchen. Guck mal, Dame. Bayerische Brotzeit. Eieieiei. Ist das meiner? Stefan, du magst nicht? Perfekt. Das ist aber eine Brotzeit. Schaut her. Alles da. Schmeckt Aradi. Ein Leberkäse-Salat. Darf ich dir den Schweinsbraten, so? Frische Brezen. Lasst es schmecken. Gell? Ja, das sieht aber sehr, sehr lecker aus. Ja, Tami, ich bring dir was zum Trinken. Vielleicht haben wir was Gescheites. Bitte schön, zum Wohl. Für einen großen Durst haben wir das mitgebracht. Tami, na, das, der Mann ist, das sind deine Gläser normalerweise. Ja. Komm, Prost! Und Zopf dich! Prost! Prost! Pass auf, Schätzelein, du dröppelst. Leer! Warum führen wir bei uns in Friesland das nicht ein? Tame. Bitte? Brotzeit müssen wir bei uns auch einführen. Das ist doch gar nicht mehr so verkehrt, oder? Das ist eine Köstlichkeit. Bei uns? Bei uns gibt es immer nur Kaffee. Kaffee oder Tee. Das stimmt aber jetzt auch nicht. Wie viele Mettbrötchen gab es noch? 20? Da muss ein bisschen fein werden. Selbstgemachter Presser, machen wir selber. Rot, also Presser, sagen wir dazu. Weißer und roter. Lecker. Stefan, sind wir heute Abend allein auf dem Zimmer? Ja. Du kannst ruhig ein paar Zwiebeln nehmen. Also, haut rein, Jungs. Weißt du was? Ich liebe Zwiebeln. Hohe Berge, wilde Pferde, urige Typen auf heiteren Volksfesten. Ein bisschen Arbeit, ein Gang mit der Wünschelrute und jede Menge Spaß gibt's in der nächsten Folge vom XXL Ostfriesen. Der Sommer in Ostfriesland will noch nicht richtig losgehen. Der Wind weht frisch und nicht jeder hat ein dickes Fell. Da kann es schon mal zu Erkältungen kommen. Allerdings scheint der Schnupfen von Pony Luna noch andere Gründe zu haben. Nun versucht Carmen, die Nebenhöhlen mit Saunagängen zu kurieren. Aber das allein reicht nicht. Der langt für uns zum Einkauf. Deshalb will Tamme jetzt nachhelfen. Ein selbstgemachter Zwiebelsud soll Linderung schaffen. Zwiebeln, wir haben Zwiebeln, gute deutsche Zwiebel. Wie viele Beutel müssen wir denn haben? Zwei.
Der ist ja nicht viel, zwei Zwiebeln. Ja, aber das sind 500 Gramm, sind das, wenn die geschält sind. Das ist alles okay. Wir müssen 500 Gramm haben. Und hier Candies. Kilo. Langt auch. Pfeffer-Zwiebelsalz können wir versuchen. Wenn wir schon Zwiebeln schälen, nehmen wir auch ein bisschen mit, dass wir was in den Bauch kriegen, oder? Wieso, wolltest du auch noch Zwiebeln essen? Ich denke, Gewürzpfeffer, das habe ich noch gar nicht gesehen. Gewürzpfeffer, hier, zack, Zwiebelsalz. Zack, für die Küche. Nein, da brauchen wir nicht für den Hustensaft, da brauchen wir für den Hustensaft. Die Besitzer von Pony Luna hatten schon verschiedene Tierärzte hinzugezogen, aber niemand konnte helfen. Deshalb haben sie sich entschlossen, das kranke Tier zu Carmen nach Filsum zu geben. Als letzte Rettung. Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass dieses Pony also nicht unbedingt eine normale Erkältung hat, sondern dass es in irgendeiner Form durch Allergien behaftet ist. Weil also diese Art der Atmung ist also so, dass man sagen kann, so ein Pferd ist schon chronisch krank und atmet also so, dass man die Dampfrinne sieht, die sogenannte. Also dann ist schon höchste Eile geboten. Der erste Schritt ist eben gewesen, dass der Tierarzt natürlich da gewesen ist, hat dieses Pony abgehört und an der Lunge sind also schon Verkrampfungen. Das heißt also, das geht schon da Richtung chronische Krankheit. Hat also sofort etwas gespritzt, damit wir dem helfen können und hat auch Medikamente da gelassen, die das Pony zweimal täglich bekommt. So, und jetzt sind wir dabei, das eben zu sanieren und haben gleichzeitig natürlich direkt Blut abgenommen, um herauszufinden, ob in der Tat, weil der Tierarzt die gleiche Idee hatte, ob da entsprechend Allergien sind. Und jetzt kann man also feststellen, die war am Anfang sehr ängstlich. Also sie hatte wirklich Atemnot, als sie herkam, das ist noch keine Woche her. Und man kann also jetzt schon feststellen, das Pony wird ruhiger, die ist lebendiger, die guckt viel jetzt aus der Box raus. Jetzt weiß ich auch, was du vorhast. Du kannst das doch nicht wissen, was ich vorhabe. Schöne Mettbrötchen, wenn wir schon mal an Zwiebeln schneiden sind, dann willst du auch Mettbrötchen haben. Und was fehlt uns jetzt da dazu? Brötchen. Siehste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20 Stück. Ja, nicht so viel. Die letzten Tage viel zu viel gegessen. Schwarzbrot brauchen wir nicht mehr. Wenn schon, denn schon. 10 Brötchen für jeden. Das sollte reichen. Einmal. Was sind da eine Dame? Hilde. Zweimal. Mutter. Also, was ich noch brauche, ist, wenn man Zwiebeln schneiden, was schief geht. Immer eine Nasenlänge voraus. Der XXL-Ostfriese. Die ersten 5 Minuten sind um. Und Lunas Atmung geht schon gleichmäßiger. Du bist aber weit mitgekommen. Mach mal Licht an. So, jetzt hat der XXL-Ostfriese eine Überraschung für seinen XL-Kumpel Stefan. Er hat nämlich in den letzten Monaten eine kleine Kneipe auf seinem Hof eingerichtet. Zum Privatgebrauch. Da bin ich begeistert. Tamme, ich bin begeistert von deiner Kneipe. Und ich danke dir, dass du hier nicht auf die Fresse gefallen bist, denn ich habe das Licht im Fußboden nicht angehabt. Ja. Nein, das ist eine ordentliche Kneipe. Da bist ordentlich. Bloß du bist einen Tag zu spät. Das Bier ist vom Fass runter. Wir haben gestern ein bisschen Party gemacht. Wir müssen ja nicht immer Bier trinken. Wir können es ja auch mal mit Schnaps versuchen. So. Weißt du was? Hier. Schälst du jetzt erstmal die Zwiebeln drin? Ach ja, der Zwiebelsud. Wo hast du dein Messer? Das Abschälen kann man besser, glaube ich, mit einem kleinen Messer. Dann nehmen wir ein glattes Messer. Und für dich aber mal ein bisschen Schärfe reinbringen. Aber eine Zwiebel musst du oder zwei musst du überlassen. Wir wollen so ein bisschen Leckereien mal. Weißt du was? Die Zwiebel ist ja völlig unterschätzt. Wieso? Ist wie manches Hausmütterchen, du denkst, das ist nimmst
Und eine Auswirkung wie sonst was. Spitz genug? Jetzt mal bloß die Schale rum und da rein, dass du mir hier nicht Dreck verbreitest. Dann macht man so. Dann macht man das so. Ne? Da geht man hin. Kneift hier einfach ein. Und dann kann man das Ganze ausklappen. Schon ist die Geschichte sauber und abgepellt. Und die Augen tränen beim Zerhacken. Und das könnte man ja auch mal machen. Wenn das zerhackt wird, da muss ich ja nicht haben. Augen tränen, das geht ja gar nicht. Aber der Knochenbrecher ist erstmal anderweitig beschäftigt. Kommen Sie hier mal ganz zur Kante. Komm hier mal weiter. Es hat schon geknackt. Das reicht eigentlich. Oh. Für dich reicht das nicht. Oh. Andere Seite. Oh Gott, nein. Ja, dieses. Wenn das nicht Pflegestufe 3 ist. Sauna, Massage und ein hausgemachter Zwiebelsud für den 2XL-Ostfriesen bittere Tränen geweint haben. Luna weiß wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet. Egal. Hauptsache, es hilft. Noch 2 Tage warten, dann läuft die Nase wieder. Na, geht's dir gut? Kleine Mama? Es ist soweit. Der Zwiebelsud hat 2 Tage gezogen, die Luft ist lauer geworden, Luna darf wieder auf die Koppel. Und Carmen ist schon sehr zufrieden mit ihrem Sorgenkind. Alles in allem macht das Pony einen fröhlichen und stabilen Eindruck. So, heute Abend nochmal. Schätzelein. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss bei dichter dran halten. Muss bei das Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo? Wie soll ich das? Soll das von Kilometer rein platschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Du Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo, das hier rein. Ja, da zeig doch nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will den Müll da nicht mehr reinhaben. Könnt ihr denn gar nichts ohne klare Ansage? Weg in Müll. In Müll? Komm, du rührst jetzt. Schnell müde wirst du wohl. Ja, wenn's dann hilft, dann hilft's. Schweiß und Tränen stecken in diesem Zaubersaft. Jetzt schicken wir wen los zu Pony? Carmen. Weil es ist ein weiter Weg in die Weide. Puh, geschafft. Und du kannst schon mal drüben in die Weide gehen und das Pony ins Maul. Dann lauf mal los, mein Schatz. Komm eben her, kannst du draußen bleiben, mit dem Lecker holen. Komm her, Maul. Jetzt nicht kneifen. Dieser Schleimlöser hat beinahe eine innige Männerfreundschaft zerstört. Schon allein deshalb wäre ein wenig Dankbarkeit angemessen. Aber darüber hinaus soll er ja auch helfen, die Atemwege frei zu machen. Also komm schon, Luna. Mund auf und durch. Schlucken. Schlucken. Nicht fudeln, schlucken. Mmh, lecker, ne? Runterschlucken. Guck, schmeckt gar nicht so schlecht. Ist ja auch jede Menge Kandis drin. Und, lecker? Opa fühlt sich endlich mal für einen Moment unbeobachtet. Jetzt hast du ordentlich geschluckt. So, das heute Abend noch mal. Ne? Du kannst noch ein bisschen draußen bleiben. Das wäre erledigt.
jetzt muss ich erstmal auf Touren kommen. Tief durchatmen und Gas geben. I don't mean to think it over. I got leaving on my mind. Die Laune wird langsam besser. Und das ist auch gut so, denn Tamme und Stefan haben einen weiten Weg vor sich. Die beiden Ostfriesen fahren nach Bayern, um Freunde zu besuchen und Pferde einzurenken. Auf dem Weg dorthin machen sie Halt an der Storchenpflegestation Wesermarsch. Hier nisten jede Menge Zugvögel. Manche sind verletzt, andere verwaist und wieder andere kommen schon seit Jahren auf ihrem Zug aus dem Süden zurück in ihr gemachtes Nest. Hier kann stundenlang gucken, ne? Was? Genial ist das. Hier, da sieht man das. Auch Flügelbruch der linke, ne? Ja. Hängt, genau. Hier ist ab. Und das ist der Rest vom Flügel, ne? Da sind nur noch ein paar Federn. Und der rechte da, der ist gebrochen gewesen. Und den haben Leute aufgenommen, haben sie mitgebracht irgendwo aus dem Osten. Und haben den im Keller einfach stehen gehabt, sozusagen. Wir haben dem Storch das Leben gerettet. Haben es aber ja nicht geschient und haben es nicht in Position gebracht. Ja. Und dann ist der jetzt so der Knochen angewachsen. Das ist ein dicker Knochen. Das ist, als wenn ich zwei Knochen so zusammenwachsen lasse. Ja, ne? Jetzt hat er sein ganzes Leben sozusagen Handicap damit. Siehst du, wie krumm der eine den Schnabel hat. Ja. Der ist auch irgendwo gegengeflogen. Der Oberschnabel ist gebrochen, das fehlt. Und das untere Teil ist jetzt krumm. Das kann man aber nicht beliebig abschneiden. Also der Oberschnabel ist eine Hornplatte drüber und ist innen drin wie unsere Nase. Muss man sich wie unsere Nase vorstellen, durchblutet alles. Und das Unterteil ist aus Horn und sind zwei Platten, die sind vorne aneinander gewachsen. Ja. Und wenn ich jetzt das vordere Stück wegnehme, dann fallen die in zwei Hälften weg. Das ist so eine Vorbereitung hier, ne? Das wird dann auf so eine Nistunterlage aus Stahl oder aus Holz. Und da haut er den Sägemehl an. Und nee, Schredder, Holzschredder. Mhm. Das muss ganz grob sein, dass das Wasser so durchfallen kann. Ne? Und das soll auch dieses hier, das soll schön nach oben stehen, damit er da drauf seine Zweige drauflegen kann und die nicht so wieder runterfallen. Die Leute, die machen das immer schön mit Weiden, ne? Richtig schön in eine Runde, das geht ja ganz schnell, ne? Und deswegen alles schön biegen. Aber wenn der Storch dann seine Äste drauflegt, die sind genauso schnell wieder runtergefallen, wie sie... Weil das ist jetzt schön Asker, Birke und alles Sträucher. Ja, das ist am liebsten oder am besten sind so Apfelbäume oder Pflaumenbäume. So was Stacheliges muss das sein, nicht? Damit das richtig schön hoch steht. Ja, ja, und damit er, was er drauflegt, Halt findet. Genau. Und das wird dann bis hier vollgefüllt sozusagen, kleine Mulde rein, kein tiefes Loch. Und dann packt er sich da schon hoch und dann wächst das ja in den Jahren immer höher. Wir haben welche, die sind ungefähr Meter, guten Meter hoch. Das wäre noch so ein Traum von Tamme. Ein schönes Storchenpärchen auf dem Dach vom Hankenhof. Guck mal. Das ist Raubtierfütterung. Lass es mal auf den Tisch gehen hier. So. Große Scheiße, warte ein Lütchen, warte einen kleinen Vogel. So, und der hat natürlich schon Hunger wie ein großer. Welcher helfen? So, hast du das gehört? Ja. Rechte Schulter. Ja. Das musst du dann Pferd eben so drehen, dass ich hinten arbeiten kann. Sonst sitze ich gleich bei der Heidi in der Hecke. So, und halt. Knochenbrecher nennt man in Ostfriesland traditionell Heilkundler, die sich mit dem Einrenken von Gliedmaßen beschäftigen. Aber richtig derbe. Das sind aber alte Klamotten. Gefuß. So, jetzt einmal einen Rückwärtsgang und hervorragend. In seinem anstrengenden Job kommt dem XXL-Ostfriesen seine Größe von 2,6 Meter zugute. Und komm her, hat ihn. Teufel nochmal, wo hat er das denn alles beigekriegt? Der juckt so auf der Koppel rum. Vielleicht da irgendwo. So, jetzt bist du dran. Schönen Schritt den Weg hinunter und den Traber wieder hoch. So, mein Freund. Und leichtfüßig wie dein Pferd. Ja,
Und zurück in Trab. Der kann ins Bett. Viele Kenntnisse der Knochenbrecher beruhen auf Wissen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Wen haben wir hier denn? Das ist das dicke Bienchen. Das Problem ist, dass die immer mal vorne links, mal vorne rechts und nicht immer kumpelt. Lauf mal einmal schnell. Am Gang eines Pferdes erkennt der XXL-Ostfriese oft schon die Wurzel des Übels. Na, Kumpel. Ja, wir gehen mit dem mal her. Hat er das hauptsächlich im Sommer? Das hat vor einem halben Jahr uns angefangen. Aber nicht so. Und jetzt ist das erste Jahr. Also ich bin jetzt bei uns im Besitz seit 8 Jahren und das war jetzt das erste Mal. Ja. Weißt du, was ein Pferd hat? Die Füße zu kloppen. Ja. Stellen wir mal ins Wasser. Die nächsten Wochen Mutter machen. Schön rein, und wenn die Füße sich voll saugen, läuft doch wieder. Komm. Schätzelein, komm. Gib Fuß. Ihr habt mit Mauke zu tun. Ja, jein. Also so Grippe hat sie schon immer, so wunde Stellen, sie kratzt auch sehr viele mal die Füße. Ja, das ist Mauke. Den machst du jetzt mal sauber, dann löst du Alaun auf und da wäschst du das mit ab ein paar Tage. Und dann normalerweise geht das so wieder zurück. Gut drauf. Weißt du was, ich mach eine Ecke Mutter. Ja. Und da setzen rein. Ja. Und lass ihn da ein paar Stunden drin stehen. Dann muss die Füße mal richtig nass haben und dann läuft er wieder. Ja, alles klar. Das wäre einer für die Nordsee. Da muss er rein am Tag und dann geht das ja, gut. Ja, genau. Da Wattreiten. Wattreiten. Super. So, wer ist denn jetzt dran? Nebenan versorgt Stefan ein paar Pferde mit passendem Hufbeschlag. Nicht selten sind falsche Eisen der Auslöser für die Rückenprobleme der Vierbeiner. Praktisch, wenn die Ursache gleich vor Ort behoben werden kann. So weggebrochen, können wir gar nicht mehr weg. Und Trab. Gut, volle Fünfe. Super. Das machst du gut. Willst du denn damit zum Turnier hin? Ja. Ja? Warst schon mal auf dem Reiterfest mit so? Ja. Und was bist du geritten? E und A springen. E und A springen. Ja. So hoch schon? Ja. Und will er Stoff geben oder ist er langsam? Der will schon Stoff geben. Super. Dann bin ich gespannt, wenn du nächstes Mal eine Schleife hast, dann geben wir einen aus, oder? Ja. Super. Den schmeißt man wieder auf den Hänger. Du hast doch das schönste Pony heute. Guck mal, einfach so die Finger, als wenn du einen Schwamm in der Hand hast, spielst du so ein bisschen mit dem Gebiss und versuchst, dass er den Hals länger macht nach und nach. Ne, dass wir ihn also nicht mit so einem engen Hals haben, sondern wenn er sich hier mit der Situation gleich so ein bisschen abgefunden hat, dass er sich auch ein bisschen mehr dehnt. Du sitzt jetzt selber schon auf Anspannung. Wenn ich jetzt Pferd wäre, würde ich wahrscheinlich schon sagen, ich hau lieber ab. Bleib mal ganz locker. Na, dass du einfach bewusst dich tragen lässt, ruh dich einfach aus. Na, du lässt dich also mit der Hüfte tragen, du sagst nicht bewusst, ich gehe mit dem Gesäß mit, sondern du fühlst die Bewegung des Pferdes unter dir und so nimmst du die Bewegung in der Hüfte mit auf. Nicht, dass du bewusst selber schiebst. Ne? Wir wollen die Pferde hinten kurz machen, dass sie hinten Last aufnehmen und vorne sollen die stolz sein. So, jawohl. Eure Pferde hier sind alle immer so ein bisschen steif. Die sehen schön aus fürs Auge, dick und rund, aber sie ziehen kein Hering vom Teller in dem Moment, weil sie einfach luschen sind. Die müssen arbeiten.
In der Natur läuft ein Pferd 20 Stunden am Tag hin und her. Und bei euch steht er. Oder einen kleinen Paddock. Wenn ihr von der Koppel redet, da ist bei uns ein besserer Siloplatz. Weil das ist nicht groß, ihr habt ganz andere Verhältnisse. Eine richtige freie Piste für junge Pferde fängt bei 20 Hektar an. Die ausgelösten Reflexe bringen die Wirbelsäule wieder ins Lot. Eselin, das gibt's beim Tierarzt, dass sich Schleimhäute und alles mal so ein bisschen normaler werden. Ja. Hufe im Sommer ist nichts wert. Zweimal die Woche mit Lebertran einpinseln, dann hast du so einen schönen harten Huf. Das ist wunderbar. Guck die Stollen an. Wenn er jetzt hier drückt, die Stollen rein, dann hat er die... Sonst würde er ja nicht in 8 Wochen 1,80 Meter Spannweite kriegen. Ne? Was futtert der Bursche denn? Das ist jetzt Geflügelfleisch, Hühnerfleisch. Ne? Ganz klein, das ist, was weiß ich, hier ist ein Herz. Ne? Das ist von allen so ein bisschen. Mhm. Ja, da haben wir gesehen, den Appetit. Ja. Der ist ein Tag, muss man dazu sagen. Ne? Gestern war sein erster Happen dies. Ein Stück. Das würde ich sagen, da könnte aus Friese sein. Der hat Appetit. Stark, ne? Wie der reinmümmelt. Guck dir das eben an. Der braucht jetzt alle paar Stunden sowas. Die haben die Augen noch auf, ja. Doch, so dunkle Augen siehst du nicht. Es gibt verschiedene. Es gibt welche mit blauen Augen und es gibt welche mit braunen Augen. Hat das was mit zu tun, wo die hinfliegen? Nö. Wie oft wird der kleine Bursche gefüttert? Alle 2 Stunden jetzt. Von hell werden bis Sonnenuntergang. Und wenn er dann größer wird, der verdoppelt sein Gewicht jetzt ständig. Und wenn er eine Woche alt ist, dann kann man auch mal alle 3 Stunden. Ne? Dann kann er ja, der kann ja jetzt nur das bisschen speichern, was hier da jetzt, was er jetzt geschluckt hat. Ne? Das ist ja nicht viel. Mhm. Und hier noch ganz was Leckeres. Mm. Je größer er wird, je mehr kann er speichern. Genau, und hier ist klappert er, ne? Ja. Das Klappern hat den Grund einmal Verständigung, aber auch wenn er klappert, hält er den Kopf hoch und dann rutscht wieder alles schön bis zum Magen runter. Rutscht er runter. Genau. Hier sieht man mal die kleinen Beinchen. So ein Bein, das wird nachher so lang. Das wächst nachher so schnell und dann muss sich die Haut immer erneuern, sonst würde sein Beinchen abgeschnürt. Ne? Ja. Und dann müssen die immer feucht bleiben. Wenn die jetzt nur trocken sind, dann schnürt sein Bein ab und dann stirbt das sozusagen ab. Also müsst ihr den kleinen Burschen auch zwischendurch mal die Beine nass machen? Ja, hier, das wird dann nass gemacht, dann wird er draufgesetzt und dann ist wie, oder Hautcreme, sag ich mal, oder so. Ja. Ne? Ja. Das reicht. Er darf nicht nur schön trocken liegen, das geht dann gar nicht. Da hattest du früher auch so kleine Füße, Dame. Ja, ich habe so viel getrunken, ich lag schon leicht mal nass. In Filsum schaut der Tierarzt vorbei. Er hat Pony Luna von Anfang an durch die Therapie begleitet. Das ist die kleine Luna. Luna. Das ist ein Fahrpony und die Leute haben schon einen Pony verloren. Das müssen sie einschläfern lassen. Aber ist immer noch tüchtig hier, ne? Man sieht das in der Ja, das ist noch, aber sie ist insgesamt besser drauf und es kommt jetzt durch das Sornieren auch schon einiges raus. Wie oft sornierst du den? Alle 2 Tage. Ja. Ich habe erst nur einmal einen Durchgang gemacht, weil sie doch von der Luft her sehr schlecht drauf war. Und jetzt kann sie alle 2 Durchgänge aber gut durchhalten. Also es klappt jetzt ganz gut. Naja. Ich habe die Papiere okay, sonst da. Okay, besser ist das. Man hört das natürlich noch ganz gut heftig. Ja, das ist klar, aber tut sich aber was, oder? Das tut sich weil was. Weil da kommt einiges raus. Das sind Allergiker und die haben das dann oft so, dass es Kreuzallergien gibt. Und dann reagieren die auf ganz verschiedene Sachen, weil die alle ein bisschen miteinander verwandt sind. Mhm. Gut. Wollen wir hoffen, dass die letzte Eisenbahn hier noch klappt, ne? Dass genau. Ganz weggehen, das ist noch ein weiter Weg, aber irgendwann muss man ihn anfangen. Ja. Ne? Danke dir. Jo. Ja, oh Gott. Ich habe noch nichts getan und bin schon müde. Ist das normal? Geht mir immer so. Die Ostfriesenkrise scheint endgültig überwunden. Ja. Komisch. Da glaube ich dir. Ja, da habe ich mich wohl da
Oh, 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 mein Freund, Dame. Du bist von mir auch, ne? Ja, okay. Ich fahre jetzt, also ich reise jetzt B in Holland. Mhm. Und das geht eigentlich ganz gut. Aber jetzt ich weitergehe mit ins L1. Ja. Und er soll mehr an die Arbeit. Endlich hat Carmen Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung, Reitunterricht geben. Ich weiß, in Holland ist B, dass man noch so Übergänge zum Halten über Schritt gehen darf. Genau, ja. Okay. Und wenn ich ihn lasse, dann geht es gut. Und nicht zu viele Fragen, dann geht es gut. Aber wenn er an die Arbeit soll, dann wird er ganz schwer auf der Hand und geht er immer schneller. Ja. Also das ist eigentlich das Problem. Und auch in der Galopp ist ein Galopp. Ja, Galopp, denke ich mal, ist bei den Friesen sowieso ein bisschen länger Zeit nötig und dass sie also wirklich reell auf dem Hinterbein lernen zu tragen. Ja, genau. Und die Arbeit wollen wir uns dann gleich mal angucken. Ich mache also erst ganz viel Schrittarbeit. Ja. Ne, dass man im Schritt schon, kennt der Schenkelweichen, Weichen vor der Kalt? Ja, ja, im Schritt das kennt schon. Er? Okay. Gucken wir uns an. Yes. Alles klar. Oh, ist gut. Alles gut. So, jetzt versuchst du ihn erstmal lang zu reiten. Also die Zügel ruhig relativ lang lassen. Lässt ihn ruhig erstmal gucken. Mhm. Wenn du die Idee hast, du hast ihn gar nicht in der Hand oder die Idee hast, er drückt, dann spielst du einfach mit den Ringfingern und bewegst das Gebiss im Maul ganz weich hin und her. Ne, weil ein Friese hat natürlich einen enorm hoch aufgesetzten Hals. So, und den in die Länge zu bekommen, ist eh bei manchen schon etwas schwierig. Und gerade den Hals. Keinen Hals nach rechts, ganz gerade den Hals, ganz gerade. Den Kopf auch, ganz gerade. Ganz gerade den Kopf. Spiel mal. Du versuchst ihn jetzt festzuhalten. Ja, genau. In dem Moment läuft er praktisch so schon gegen deine Hand an. Das wollen wir verhindern. Zeit für Tamme, sein Formtief zu überwinden. Denn in Ulm wartet jede Menge Arbeit. Der Knochenbrecher aus Ostfriesland ist weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus bekannt. Und wenn er auf Tour geht, verabreden Pferdebesitzer Sammeltermine, um dem XXL-Ostfriesen ihre Vierbeiner vorzustellen. Und zurück. Ich würde sagen, der hat lange gewartet, dass ich hier bin. Ja, ich würde es auch sagen. Nach 20 Röntgenbildern und 1000 Untersuchungen hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Der geht lahm, hinten rechts. Und nie stark, sondern immer in der Wendung, bloß ganz leicht, wenn er langsam trabt. Und das Problem ist, dass der Tierarzt mit allen Röntgenbildern jetzt nichts gefunden hat. Der hat einen 1er TÜV, sagt man dazu, weil alles so perfekt ist. Und jetzt hat er aber gesagt, ich soll mir von einem Osteopathen da helfen lassen. Aber vielleicht kann auch ein ostfriesischer Knochenbrecher. Man achte auf dieses Schmerzverzehr. Es ist immer wieder beeindruckend. Ja, jeder hat so seine eigene Auffassung von Liebe. Ja. Schulter. Oh. Jetzt komm mal hoch. Und du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen. Er kommt erst dann wieder, wenn die Arbeit fertig ist. Das ist immer dasselbe. Und ich fall da immer wieder drauf rein. Woran liegt das bloß? Liebe Patienten, ich bin mit diesen Frauen liiert. Es ist mir eine Freude, diesen halben Griff anzuwenden. So, und jetzt rüber. Nicht! Du sollst nicht helfen mit deinen großen Ohren. Mach das nicht extra. Hallo! So. Nicht helfen. Oh, ich muss eben massieren, ey. Oh, immer ein wenig Masseur. Aber wegen Eindringen. Ein bisschen Schmerzen können heilbar sein. Oh, komm. Komm, tu mal. Ich habe auch keine Zeit für diese Spielereien. Ja. Ein bisschen Hutz. Du bist wieder voll arbeitsfähig. Komm, 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 nicht verzögern. Den schiebe ich dir selber hin. Sonst kommst du auch nicht ab. Du musst Geld verdienen. Ja, für dich. So ist richtig. Finde nichts wieder. Ja, weißt du was, ich bin hier an Tränen und du holst immer was, was du gar nicht wiederfindest. Du bist auch eine Träne. Cola, machst du denn Cola oder ein Fanta? Cola.
Hier mit den Augen tränen, das geht ja gar nicht. Du musst auch mal ein die paar musst du da nicht so rein tun, so ganz. Da hier. Du musst mir das mal zeigen. Die müssen gleich zerkleinert werden. Da gehe ich gleich bei. Ich weine gleich mit dir parallel. Gott, hasse ich das. Ah. Ich musste als Kind schon so viel weinen. Ah. Nützt ja nichts. Die Arbeit muss gemacht werden. Der muss das sein. Hörst du was? Aber im Moment ist erstmal jede Ablenkung willkommen. Du kennst dich in deiner Küche auch nicht so. Du musst. Das ist der Hinterste. Geh da hin. Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich den Fehler. Ich musste diese Platte drauf lassen. Ich dachte, das wäre eine Verdeckung. Verstehst du? Ja, der ist jetzt warm. Ja gut, dann nehmen wir den hinteren. Wäre das auch geklärt. Jetzt werden aber Zwiebeln gehackt. Sieht das nicht so aus, als wenn das nur so ein Schutz oder was ist? Nee, nee, da muss drauf. Ja, da bin ich jetzt hinter, Schätzelein. Siehste. Jetzt aber. Ich glaube, wolltest du nicht hacken? Gell, nun dreh ich mich nicht auf. Ich bin am Kochen. Schon klar. Nur wer hackt die restlichen Zwiebeln? Das muss jetzt heiß und schön. Gut, dann ist ja jetzt Zeit fürs Hacken. Ich heul schon, wenn ich dran denke. Ich bin eigentlich sensibel. In Tams Sprache heißt so jemand Lusche. Sei's drum. Luna ist jetzt durchgesaunt und gut drauf. Ach, die will gar nicht mehr raus hier. Ist das so schön? Komm mal. Aufpassen. Machst du eben zu, Opa? Aber irgendwann ist auch dieses Messer scharf genug, um Zwiebeln damit zu hacken. Schätzelein. Jetzt gibt's kein Entrinnen. Stefan kann nicht mehr. Immer in die Putz. Letzte Sicherheitsmaßnahmen. Und los geht's. Ich hab das mal gesehen, so, das geht zack, 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 machen die das. Das lag da schon für so eine aufgesetzte Zwiebel, das ist ja herrlich gemacht. Von wegen. Da musst du jetzt durch, Tamme. Denn Stefan lässt sich nicht mehr erweichen. Weder durch demonstrative Ungeschicklichkeit, noch durch theatralisches Leiden. Gott, ist das ein scharfes Zeug. Bei dem Pony kann man sehen, dass der Stoffwechsel nicht gerade gut in Ordnung ist. Denn die Pferde gehen ja beim ersten Mal trocken rein in die Sauna. Die ist zwar warm, aber kühlt auch sofort wieder aus. Und wir haben zum Beispiel andere Pferde, die übersäuert sind in der Muskulatur. Die kommen also raus, die sehen zwar oberflächlich trocken aus, aber die dampfen sofort und dann sieht man, dass die Unterwolle total warm ist. Ne? Also dass die Haut schon gut geschwitzt hat. Seh du auch mal Brett und Barber was. Ja, ich bin hier mit Röhren zugange. Das sieht auf jeden Fall mit deinen Tempos in der Nase sieht beschissen aus. Ja, aber die Medizin wird gut, wenn ich dir das mal sage. Und darauf kommt's doch an. Ich glaube, es sind schon 80. Noch 4 Zwiebeln. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Oh, Scheiße. Nein. Lass mal. Der XXL-Ostfriese gibt vorzeitig auf. 85. Ja, es kocht nicht mehr. Und zwar unter Vortäuschung fadenscheiniger Gründe. Die 4 Zwiebeln lang hätte das Wasser die Temperatur auch noch gehalten. Du machst doch alle Messer dreckig. Du bist für dich ein Typ, du. Ach was. Einfach ein paar Fehler bei den anderen suchen und schon ist man wieder am Drücker. Guter Trick. Jetzt schneidest du eben mit dem kleinen Messer diese beiden Zwiebeln hier. So. Und dann hier werden wir gleich was Schönes. So. Dann waschen wir sie eben, damit die Poren sich etwas mehr öffnen für den zweiten Saunagang. Da geht es in der Regel etwas besser schon. Carmen ist noch nicht ganz zufrieden. Gucken, dass du nachher noch ein bisschen mehr schwitzt, Madame, ne? Aber optimistisch. Mhm. Kleine Maus. Mhm. Ich denke, wenn wir noch 2-3 Mal sonniert haben, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Immerhin dampft sie. Jetzt vorher hat sie gar nicht gedampft. Da war die Haut schon direkt wieder kalt, als man aus der Sauna kam. Also ein bisschen schwierig, ne? Wichtig ist, dass wir was aus der Nase bekommen oder aus dem Maul, dass sie da den Schleim verliert, dass sie abhusten kann, ne?
Apropos abhusten. Dies kühlt jetzt ab. Die ätherischen Öle setzen jetzt alles frei. Und das bleibt jetzt 2 Tage hier stehen. Und genau zur selben Zeit, am 2. Tag, geht das durch ein Sieb. Und alles, was flüssig ist, kriegt das Pferd in 20 Kubik. Große Spritze, nicht Meter, Millimeter, Milliliter. Rein in die Spritze und ab. Und wegen. Da musst du jetzt durch, Tamme. Denn Stefan lässt sich nicht mehr erweichen. Weder durch demonstrative Ungeschicklichkeit, noch durch theatralisches Leiden. Gott, ist das ein scharfes Zeug. Bei dem Pony kann man sehen, dass der Stoffwechsel nicht gerade gut in Ordnung ist. Denn die Pferde gehen ja beim ersten Mal trocken rein in die Sauna. Sie ist zwar warm, aber kühlt auch sofort wieder aus. Und wir haben zum Beispiel andere Pferde, die übersäuert sind in der Muskulatur. Die kommen also raus, die sehen zwar oberflächlich trocken aus, aber die dampfen sofort und dann sieht man, dass die Unterwolle total warm ist. Ne? Also dass die Haut schon gut geschwitzt hat. Seh du auch mal Brett und Barber was. Ja, ich bin hier mit Röhren zugange. Das sieht auf jeden Fall mit deinen Tempos in der Nase sieht beschissen aus. Ja, aber die Medizin wird gut, wenn ich dir das mal sage. Und darauf kommt's doch an. Ich glaube, es sind schon 80. Noch 4 Zwiebeln. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Oh, Scheiße. Nein. Lass mal. Der XXL-Ostfriese gibt vorzeitig auf. 85. Ja, es kocht nicht mehr. Und zwar unter Vortäuschung fadenscheiniger Gründe. Die 4 Zwiebeln lang hätte das Wasser die Temperatur auch noch gehalten. Du machst doch alle Messer dreckig. Du bist für dich ein Typ, du. Ach was. Einfach ein paar Fehler bei den anderen suchen und schon ist man wieder am Drücker. Guter Trick. Jetzt schneidest du eben mit dem kleinen Messer diese beiden Zwiebeln hier. So. Und dann hier werden wir gleich was Schönes. So. Dann waschen wir sie eben, damit die Poren sich etwas mehr öffnen für den 2. Saunagang. Da geht es in der Regel etwas besser schon. Carmen ist noch nicht ganz zufrieden. Gucken, dass du nachher noch ein bisschen mehr schwitzt, Madame, ne? Aber optimistisch. Kleine Maus. Ich denke, wenn wir noch 2-3 Mal sauniert haben, dann sieht das schon ein bisschen besser aus. Immerhin dampft sie. Jetzt vorher hat sie gar nicht gedampft. Da war die Haut schon direkt wieder kalt, als man aus der Sauna kam. Also ein bisschen schwierig, ne? Wichtig ist, dass wir was aus der Nase bekommen oder aus dem Maul, dass sie da den Schleim verliert, dass sie abhusten kann, ne? Apropos abhusten. Dies kühlt jetzt ab. Die ätherischen Öle setzen jetzt alles frei. Und das bleibt jetzt 2 Tage hier stehen. Und genau zur selben Zeit, am 2. Tag, geht das durch den Zug. Los, mein Schatz. Komm eben her, kannst du draußen bleiben, mit dem Lecker holen. Komm her, Maus. Jetzt nicht kneifen. Dieser Schleimlöser hat beinahe eine innige Männerfreundschaft zerstört. Schon allein deshalb wäre ein wenig Dankbarkeit angemessen. Aber darüber hinaus soll er ja auch helfen, die Atemwege frei zu machen. Also komm schon, Luna. Mund auf und durch. Schlucken. Schlucken. Nicht fudeln, schlucken. Mmh, lecker, ne? Runterschlucken. Guck, schmeckt gar nicht so schlecht. Ist ja auch jede Menge Kandis drin. Und, lecker? Opa fühlt sich endlich mal für einen Moment unbeobachtet. Jetzt hast du ordentlich geschluckt. So, das heute Abend noch mal. Ne? Du kannst noch ein bisschen draußen bleiben. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich jetzt mal auf Touren kommen. Tief durchatmen und Gas geben. I don't mean to think it over. I got leaving on my mind.
Die Laune wird langsam besser. Und das ist auch gut so, denn Tamme und Stefan haben einen weiten Weg vor sich. Die beiden Ostfriesen fahren nach Bayern, um Freunde zu besuchen und Pferde einzurenken. Auf dem Weg dorthin machen sie Halt an der Storchenpflegestation Wesermarsch. Hier nisten jede Menge Zugvögel. Manche sind verletzt, andere verwaist und wieder andere kommen schon seit Jahren auf ihrem Zug aus dem Süden zurück in ihr gemachtes Nest. Wir können stundenlang gucken, ne? Was? Genial ist das. Hier, da sieht man das. Auch Flügelbruch der linke, ne? Ja. Hängt, genau. Hier ist ab. Oder das ist der Rest vom Flügel, ne? Da sind nur noch ein paar Federn. Und ja, der rechte da, der ist gebrochen gewesen. Und den haben Leute aufgenommen, haben sie mitgebracht irgendwo aus dem Osten und haben den im Keller einfach stehen gehabt, sozusagen. Wir haben dem Storch das Leben gerettet. Haben es aber ja nicht geschient und haben es nicht in Position gebracht. Ja. Und dann ist der jetzt so der Knochen angewachsen. Das ist ein dicker Knochen. Das ist, als wenn ich zwei Knochen so zusammenwachsen lasse. Ja, ne? Das hat er sein ganzes Leben sozusagen handicapped damit. Siehst du, wie krumm der eine den Schnabel hat? Ja, der ist auch irgendwo gegengeflogen. Der Oberschnabel ist gebrochen, das fehlt. Und das untere Teil ist jetzt krumm. Das kann man aber nicht beliebig abschneiden. Also der Oberschnabel ist einer, ist eine Hornplatte drüber und ist innen. So, jetzt bist du dran. Schönen Schritt den Weg hinunter und den Trabel wieder hoch. So, mein Freund. Und leichtfüßig wie dein Pferd. Und zurück in Trab. Der kann ins Bett. Viele Kenntnisse der Knochenbrecher beruhen auf Wissen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Wen haben wir hier denn? Das ist das dicke Bienchen. Problem ist, dass die immer mal vorne links, mal vorne rechts und nicht immer rumgeht. Lauf mal einmal schnell. Am Gang eines Pferdes erkennt der XXL-Ostfriese oft schon die Wurzel des Übels. Na, Kumpel. Gehen mit dem mal her. Hat er das hauptsächlich im Sommer? Das hat vor einem halben Jahr ungefähr angefangen. Aber nicht so. Und jetzt ist das erste Jahr. Also ich jetzt bei uns besitze seit 8 Jahren und das war jetzt das erste Mal. Ja. Weißt du, was ein Pferd hat? Die Füße zu trocken. Ja. Stellen wir mal ins Wasser. Die nächsten Wochen Mutter machen. Schön rein und wenn die Füße sich voll saugen, läuft doch wieder. Komm. Schätzelein, komm. Gib Fuß. Ihr habt mit Mauke zu tun? Ja, jein. Also so Grippel. Hat sie schon immer so wunde Stellen, sie kratzt auch sehr viele mal die Füße. Ja, das ist Mauke. Den machst du jetzt mal sauber, dann löst du Alaun auf und da wäschst du das mit ab ein paar Tage. Und dann normalerweise geht das so wieder zurück. Gut drauf. Weißt was, ich mache eine Ecke Mutter und da setzen rein. Ja. Und lass ihn da ein paar Stunden drin stehen, dann muss die Füße mal richtig nass haben und dann läuft er wieder. Ja, alles klar. Das wäre einer für die Nordsee. Da muss er rein am Tag und dann geht das gut. Ja, genau. Wattreiten. Alles in allem macht das Pony einen fröhlichen und stabilen Eindruck. Schätzelein. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut.
Muss bei Sonne. Dichter dran halten. Muss bei Sonne. Das Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo. Wie soll ich dir das? Soll das von Kilometer reinplatschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo, das hier rein. Ja, da zeigst du nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will doch den Müll da nicht mehr reinhaben. Könnt ihr denn gar nichts ohne klare Ansage? Weg in Müll. In Müll? Komm, du rührst jetzt. Schnell müde wirst du wohl. Ja, wenn's dann hilft, dann hilft's. Schweiß und Tränen stecken in diesem Zaubersaft. Jetzt schicken wir wen los zu Pony? Carmen. Weil es ist ein weiter Weg in die Weide. Puh, geschafft. Und du kannst schon mal drüben in die Weide gehen und das Pony ins Maul. Dann lauf mal los, mein Schatz. Komm eben her, kannst du draußen bleiben, mit dem Lecker holen. Komm her, Maul. Jetzt nicht kneifen. Dieser Schleimlöser hat beinahe eine innige Männerfreundschaft zerstört. Schon allein deshalb wäre ein wenig Dankbarkeit angemessen. Aber darüber hinaus soll er ja auch helfen, die Atemwege freizumachen. Also komm schon, Luna. Mund auf und durch. Schlucken. Schlucken. Nicht fudeln. Schlucken. Mmh, lecker, ne? Unterschlucken? Guck, schmeckt gar nicht so schlecht. Ist ja auch jede Menge Candice drin. Und, lecker? Opa fühlt sich endlich mal für einen Moment unbeobachtet. Jetzt hast du ordentlich geschluckt. So, bis heute Abend nochmal. Ne? Kannst du ein bisschen draußen bleiben. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich jetzt mal auf Touren kommen. Tief durchatmen und Gas geben. I don't mean to think it over. I got leaving on my mind. Immer höher. Nicht? Wir haben welche, die sind ungefähr Meter, guten Meter hoch. Lord only knows what to. Das wäre noch so ein Traum von Tanne. Ein schönes Storchenpärchen auf dem Dach vom Hankenhof. Guck mal. Das ist Raubtierfütterung. Lass es mal auf den Tisch gehen hier. So, große Scheiße. Warte ein Lütchen. Ja. Warte einen kleinen Fohlen. So, und der hat natürlich schon Hunger wie ein großer. Welcher helfen? So, hast du das gehört? Ja. Rechte Schulter. Ja. Das musst du dann hier eben so drehen, dass ich hinten arbeiten kann. Sonst sitze ich gleich bei der Heidi in der Hecke. So, und halt. Knochenbrecher nennt man in Ostfriesland traditionell Heilkundler, die sich mit dem Einrenken von Gliedmaßen beschäftigen. Aber richtig derbe. Das sind aber alte Klamotten. Gefuß. So, jetzt einmal einen Rückwärtsgang und hervorragend. In seinem anstrengenden Job kommt dem XXL-Ostfriesen seine Größe von 2,6 Meter zugute. Und komm her, hat ihn. Teufel nochmal, wo hat er das denn alles beigekriegt? Der juckt so auf der Koppel rum. Vielleicht da irgendwo. So, jetzt bist du dran. Schönen Schritt den Weg hinunter und den Traber wieder hoch. So, mein Freund. Und leichtfüßig wie dein Pferd. Und zurück in Trab. Der kann ins Bett. Viele Kenntnisse der Knochenbrecher beruhen auf Wissen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Wen haben wir hier denn? Das ist das dicke Bienchen.
Problem ist, dass die immer mal vorne links, mal vorne rechts und nicht immer krumpelt. Lauf mal einmal schnell. Am Gang eines Pferdes erkennt der XXL-Ostfriese oft schon die Wurzel des Übels. Na, Kumpel. Ja, wir gehen mit dem Allee. Der Sommer in Ostfriesland will noch nicht richtig losgehen. Der Wind weht frisch und nicht jeder hat ein dickes Fell. Da kann es schon mal zu Erkältungen kommen. Allerdings scheint der Schnupfen von Pony Luna noch andere Gründe zu haben. Nun versucht Carmen, die Nebenhöhlen mit Saunagängen zu kurieren. Aber das allein reicht nicht. Sehr lang für uns zum Einkauf. Deshalb will Tamme jetzt nachhelfen. Ein selbstgemachter Zwiebelsud soll Linderung schaffen. Zwiebeln, wir haben Zwiebeln, gute deutsche Zwiebel. Wie viele Beutel müssen wir denn da haben? Zwei. Das ist ja nicht viel, zwei Zwiebeln. Ja, aber das sind 500 Gramm, sind das, wenn die geschält sind. Das ist alles okay. Wir müssen 500 Gramm haben. Und hier Candies. Kilo. Langt auch. Pfeffer, Zwiebelsalz können wir versuchen. Wenn wir schon Zwiebel schälen, nehmen wir auch ein bisschen mit, dass wir was in den Bauch kriegen, oder? Wieso, wolltest du auch noch Zwiebeln essen? Ich denke, Gewürzpfeffer, das habe ich noch gar nicht gesehen. Gewürzpfeffer hier, zack, Zwiebelsalz. Zack, für die Küche. Nein, da brauchen wir nicht für den Hustensaft, da brauchen wir für den Die Besitzer von Pony Luna hatten schon verschiedene Tierärzte hinzugezogen, aber niemand konnte helfen. Deshalb haben sie sich entschlossen, das kranke Tier zu Carmen nach Filsum zu geben. Als letzte Rettung. Wir hatten von Anfang an den Eindruck, dass dieses Pony also nicht unbedingt eine normale Erkältung hat, sondern dass es in irgendeiner Form durch Allergien behaftet ist. Weil also diese Art der Atmung ist also so, dass man sagen kann, so ein Pferd ist schon chronisch krank und atmet also so, dass man die Dampfrinne sieht, die sogenannte. Also dann ist schon höchste Eile geboten. Der erste Schritt ist eben gewesen, dass der Tierarzt natürlich da gewesen ist, hat dieses Pony abgehört und an der Lunge sind also schon Verkrampfungen. Das heißt also, das geht schon da Richtung chronische Krankheit. Hat also sofort etwas gespritzt, damit wir dem helfen können und hat auch Medikamente da gelassen, die das Pony zweimal täglich bekommt. So, und jetzt sind wir dabei, das eben zu sanieren und haben gleichzeitig natürlich direkt Blut abgenommen, um herauszufinden, ob in der Tat, weil der Tierarzt die gleiche Idee hatte, ob da entsprechend Allergien sind. Und jetzt kann man also feststellen, die war am Anfang sehr ängstlich. Also sie hatte wirklich Atemnot, als sie herkam, das ist noch keine Woche her. Und man kann also jetzt schon feststellen, das Pony wird ruhiger, die ist lebendiger, die guckt viel jetzt aus der Box raus. Jetzt weiß ich auch, was du vorhast. Gehen mit dem Allee. Hat er das hauptsächlich im Sommer? Das hat vor einem halben Jahr uns angefangen. Aber nicht so. Und jetzt ist das erste Jahr. Also ich jetzt bei uns besitze seit 8 Jahren und das war jetzt das erste Mal. Ja. Weißt du, was ein Pferd hat? Die Füße zu trocken. Ja. Ja, stellen wir mal ins Wasser. Die nächsten Wochen Mutter machen. Schön rein, und wenn die Füße sich voll saugen, läuft doch wieder. Komm. Schätzelein, komm. Gib Fuß. Ihr habt mit Mauke zu tun? Ja, jein. Also so Grippe. Hat sie schon immer so wunde Stellen, dass sie kratzt auch sehr viele mal die Füße. Ja, das ist Mauke. Der machst du jetzt mal sauber, dann löst du Alaun auf und da wäschst du das mit ab ein paar Tage.
Und dann normalerweise geht er so wieder zurück. Gut drauf. Weißt du was, ich mache eine Ecke Mutter. Ja. Und da setzen rein. Ja. Und lass ihn da ein paar Stunden drin stehen. Dann muss die Füße mal richtig nass haben und dann läuft er wieder. Ja, alles klar. Das wäre einer für die Nordsee. Da muss er rein am Tag und dann geht das ja, gut. Ja, genau. Da Fahrtreiten. Fahrtreiten. Super. So, wer ist denn jetzt dran? Nebenan versorgt Stefan ein paar Pferde mit passendem Hufbeschlag. Nicht selten sind falsche Eisen der Auslöser für die Rückenprobleme der Vierbeiner. Praktisch, wenn die Ursache gleich vor Ort behoben werden kann. So weggebrochen. Das können wir gar nicht mehr wegnehmen. Und Trab. Gut, volle Fünfe. Super. Das machst du gut. Willst du denn damit zum Turnier hin? Ja. Ja? Warst schon mal auf dem Reiterfest mit so? Ja. Und was bist du geritten? E und A springen. E und A springen. Ja. So hoch schon? Ja. Und will er Stoff geben oder ist er langsam? Der will schon Stoff geben. Super. Dann bin ich gespannt, wenn du nächstes Mal eine Schleife hast, dann geben wir einen aus, oder? Ja. Musst du diese Platte drauf lassen. Die Platte ist wie eine Verdeckung. Verstehst du? Ja, der ist warm. Ja gut, dann nehmen wir den hinten. Wäre das auch geklärt. Jetzt werden aber Zwiebeln gehackt. Sieht das nicht so aus, als wenn das nur so ein Schutz oder was ist? Nee, da muss drauf. Ja, da bin ich jetzt hinter, Schätzelein. Siehste. Jetzt aber. Ich glaube, wolltest du nicht hacken. Gell, nun dreh ich mich nicht auf, ich bin am Kochen. Schon klar. Nur wer hackt die restlichen Zwiebeln? Das muss jetzt heiß und schön. Gut, dann ist ja jetzt Zeit fürs Hacken. Ich heul schon, wenn ich dran denke. Ich bin eigentlich sensibel. In Tams Sprache heißt so jemand Lusche. Sei's drum. Luna ist jetzt durchgesaunt und gut drauf. Ach, die will gar nicht mehr raus hier. Ist das so schön? Komm mal. Aufpassen. Machst du eben zu, Opa? Aber irgendwann ist auch dieses Messer scharf genug, um Zwiebeln damit zu hacken. Schätzelein. Jetzt gibt's kein Entrinnen. Stefan kann nicht mehr. Immer in die Putz. Letzte Sicherheitsmaßnahmen. Und los geht's. Ich hab das mal gesehen, so, das geht zack, 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 machen die das. Das lag da schon für so eine aufgesetzte Zwiebel, das ist ja herrlich gemacht. Von wegen. Da musst du jetzt durch, Tamme. Denn Stefan lässt sich nicht mehr erweichen. Weder durch demonstrative Ungeschicklichkeit, noch durch theatralisches Leiden. Gott, ist das ein scharfes Zeug. Bei dem Pony kann man sehen, dass der Stoffwechsel nicht gerade gut in Ordnung ist. Denn die Pferde gehen ja beim ersten Mal trocken rein in die Sauna. Die ist zwar warm, aber kühlt auch sofort wieder aus. Und wir haben zum Beispiel andere Pferde, die übersäuert sind in der Muskulatur. Die kommen also raus, die sehen zwar oberflächlich trocken aus, aber die dampfen sofort und dann sieht man, dass die Unterwolle total warm ist, ne? Also dass die Haut schon gut geschwitzt hat. Nimm du auch mal Brett und mach mal was. Ja, ich bin hier mit Röhren zugange. Das sieht auf jeden Fall mit deinen Tempos in der Nase sieht beschissen aus. Ja, aber die Medizin wird gut, wenn ich dir das mal sage. Und darauf kommt's doch an. Ich glaube, es sind schon 80. Noch 4 Zwiebeln. Das wird doch wohl zu schaffen sein. Oh, Scheiße. Nein. Lass mal. Der XXL-Ostfriese gibt vorzeitig auf. 85. Ja, es kocht nicht mehr. Und zwar unter Vortäuschung Fadenschein. Patient, ich bin mit dieser Frau liiert. Es ist mir eine Freude, diesen halben Brief anzuwenden. So, und jetzt rüber. Nicht. Du sollst nicht helfen mit deinen großen Ohren. Ich mach das nicht extra. Hallo? So. Nicht helfen.
ich muss eben massieren, ey. Oh, ja, wenn man massiert, oder wegen Eindringen. Ein bisschen Schmerzen können heilbar sein. Oh, komm. Komm, tu mal. Ich habe auch keine Zeit für diese Spielereien. Ja. Ein bisschen Hutz. Du bist wieder voll arbeitsfähig. Komm, 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 nicht verzögern. Den schiebe ich dir selber hin. Sonst kommst du auch nicht ab. Du musst Geld verdienen. Ja, für dich. So ist richtig. Finde nichts wieder. Ja, weißt was, ich bin hier an Tränen und du holst immer was, was du gar nicht wiederfindest. Du bist auch eine Träne. Cola, machst du denn Cola oder ein Fanta? Cola. Hier mit den Augen tränen, das geht ja gar nicht. Du musst auch mal ein die paar musst stellen. Du da nicht so rein tun, so ganz. Da hier. Du musst mir das mal noch zeigen. Die müssen gleich zerkleinert werden, da gehe ich gleich bei. Ich weine gleich mit dir parallel. Gott, hasse ich das. Ich musste als Kind schon so viel weinen. Nützt ja nichts. Die Arbeit muss gemacht werden. Der muss das sein. Hörst du was? Aber im Moment ist erstmal jede Ablenkung willkommen. Du kennst dich in deiner Küche auch nicht so aus. Du musst. Das ist der Hinterste. Geh da hin. Ach, ich Idiot. Jetzt habe ich den Fehler. Ich musste diese Platte drauf lassen. Ich dachte, das wäre eine Verdeckung. Verstehst du? Ja, der ist jetzt warm. Ja gut, dann nehmen wir den hinteren. Wäre das auch geklärt. Jetzt werden aber Zwiebeln gehackt. Sieht das nicht so aus, als wenn das nur so ein Schutz oder was ist? Nee, nee, da muss drauf. Ja, da bin ich jetzt hinter, Schätzelein. Siehste. Jetzt aber. Ja, aber wolltest du nicht hacken? Okay, nun dreh ich mich nicht auf. Ich bin am Kochen. Schon klar. Nur wer hackt die restlichen Zwiebeln? Das muss jetzt heiß und schön. Gut, dann ist ja jetzt Zeit fürs Hacken. Ich heul schon, wenn ich dran denke. Ich bin eigentlich sensibel. In Tams Sprache heißt so jemand Lusche. Sei's drum. Luna ist jetzt durchgesaunt und gut drauf. Ach, die will gar nicht mehr raus hier. Ist das so schön? Komm mal. Aufpassen. Machst du eben zu, Opa? Ja. Aber. Irgendwann ist auch dieses Messer scharf genug, um Zwiebeln damit zu hacken. Dann macht man das so. Ne? Da geht man hin, kneift hier einfach ein und dann kann man das Ganze ausklappen. Schon ist die Geschichte sauber und abgepellt. Und die Augen tränen beim Zerhacken. Und das könnte man ja auch mal machen. Das zerhackt wird, da muss ich ja nicht haben. Augen. Tränen geht ja gar nicht. Aber der Knochenbrecher ist erstmal anderweitig beschäftigt. Komm hier mal ganz zur Kante. Komm hier mal weiter. Es hat schon geknackt, das reicht eigentlich. Oh. Für dich reicht das nicht. Oh. Andere Seite. Oh Gott, nein. Ja, dieses. Wenn das nicht Pflegestufe 3 ist. Sauna, Massage und ein hausgemachter Zwiebelsud für den 2XL-Ostfriesen bittere Tränen geweint haben. Luna weiß wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet. Egal. Hauptsache, es hilft. Noch 2 Tage warten, dann läuft die Nase wieder. Es ist soweit. Der Zwiebelsud hat 2 Tage gezogen, die Luft ist lauer geworden, Luna darf wieder auf die Koppel. Und Carmen ist schon sehr zufrieden mit ihrem Sorgenkind. Alles in allem macht das Pony einen fröhlichen und stabilen Eindruck. Schätzelein. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut.
Muss bei so dichter dran halten. Muss bei so das Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo. Wie soll ich das? Soll das von Kilometer rein platschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo, das hier rein. Ja, das zeigst du nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will den Müll da nicht mehr rein haben. Kann ich haben. Augen. Tränen, das geht ja gar nicht. Aber der Knochenbrecher ist erstmal anderweitig beschäftigt. Kommen Sie hier mal ganz zur Kante. Komm hier mal weiter. Es hat schon geknackt. Das reicht eigentlich. Oh. Für dich reicht das nicht. Oh. Andere Seite. Oh Gott, nein. Ja, dieses. Wenn das nicht Pflegestufe 3 ist. Sauna, Massage und ein hausgemachter Zwiebelsud für den 2XL-Ostfriesen bittere Tränen geweint haben. Luna weiß wahrscheinlich gar nicht, was das bedeutet. Egal. Hauptsache, es hilft. Noch 2 Tage warten, dann läuft die Nase wieder. Na, geht's dir gut? Kleine Mama? Es ist soweit. Der Zwiebelsud hat 2 Tage gezogen, die Luft ist lauer geworden, Luna darf wieder auf die Koppel. Und Carmen ist schon sehr zufrieden mit ihrem Sorgenkind. Alles in allem macht das Pony einen fröhlichen und stabilen Eindruck. Schätzelein. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss bei dichter dran halten. Muss bei das Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo. Wie soll ich das? Soll das von Kilometer rein platschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Du Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo, das hier rein. Ja, das zeigst du nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will den Müll da nicht mehr rein haben. Könnt ihr denn gar nichts ohne klare Ansage? Weg in Müll. In Müll? Komm, du rührst jetzt. Schnell müde wirst du wohl. Ja, wenn's dann hilft, dann hilft's. Schweiß und Tränen stecken in diesem Zaubersaft. Jetzt schicken wir wen los zu Pony? Carmen. Weil es ist ein weiter Weg in die Weide. Puh, geschafft. Und du kannst schon mal drüben in die Weide gehen und das Pony ins... Es ist soweit. Der Zwiebelsud hat 2 Tage gezogen, die Luft ist lauer geworden, Luna darf wieder auf die Koppel. Und Carmen ist schon sehr zufrieden mit ihrem Sorgenkind. Alles in allem macht das Pony einen fröhlichen und stabilen Eindruck. Schätzelein. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss bei dichter dran halten. Muss bei das Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo. Wie soll ich das? Soll das von Kilometer rein platschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Du Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo,
Das hier rein. Ja, da zeig doch nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will doch den Müll da nicht mehr reinhaben. Könnt ihr denn gar nichts ohne klare Ansage? Weg in Müll. In Müll! Komm, du rührst jetzt. Schnell müde wirst du wohl. Ja, wenn's dann hilft, dann hilft's. Schweiß und Tränen stecken in diesem Zaubersaft. Jetzt schicken wir wen los zu Pony Carmen, weil es ist ein weiter Weg in die Weide. Puh, geschafft. Und du kannst schon mal drüben in die Weide gehen und das Pony ins Maul. Dann lauf mal los, mein Schatz. Komm eben her, kannst du draußen bleiben, mit dem Lecker holen. Komm her, Maul. Jetzt nicht kneifen. Dieser Schleimlöser hat beinahe eine innige Männerfreundschaft zerstört. Schon allein deshalb wäre ein wenig Dankbarkeit angemessen. Aber darüber hinaus soll er ja auch helfen, die Atemwege frei zu machen. Also komm schon, Luna. Mund auf und durch. Schlucken. Schlucken. Nicht fudeln, schlucken. Mmh, lecker, ne? Runterschlucken. Guck, schmeckt gar nicht so schlecht. Ist ja auch jede Menge Kandis drin. Und, lecker? Opa fühlt sich endlich mal für einen Moment unbeobachtet. So, jetzt bist du dran. Schönen Schritt den Weg hinunter und den Traber wieder hoch. So, mein Freund, komm mal mit. Und leichtfüßig wie dein Pferd. Und zurück in Trab. Der kann ins Bett. Viele Kenntnisse der Knochenbrecher beruhen auf Wissen, das von einer Generation zur nächsten weitergegeben wird. Wen haben wir hier denn? Das ist das dicke Bienchen. Problem ist, dass die immer mal vorne links, mal vorne rechts und nicht immer krumpelt. Lauf mal einmal schnell. Am Gang eines Pferdes erkennt der XXL-Ostfriese oft schon die Wurzel des Übels. Na, Kumpel. Gehen mit dem Malé. Genau. Hat er das hauptsächlich im Sommer? Das hat vor einem halben Jahr ungefähr angefangen. Aber nicht so. Und jetzt ist das erste Jahr. Also ich jetzt bei uns besitze seit 8 Jahren und das war jetzt das erste Mal. Ja. Weißt du, was ein Pferd hat? Die Füße zu trocken. Ja. Stellen wir mal ins Wasser. Die nächsten Wochen Mutter machen. Schön rein, damit die Füße sich voll saugen, läuft doch wieder. Komm. Schätzelein, komm. Gib Fuß. Ihr habt mit Mauke zu tun? Ja, jein. Also so Grippe. Hat sie schon immer so wunde Stellen, sie kratzt auch sehr viele mal die Füße. Ja, das ist Mauke. Den machst du jetzt mal sauber, dann löst du Alaun auf und da wäschst du das mit ab ein paar Tage. Und dann normalerweise geht das so wieder zurück. Ist gut drauf. Weißt du was, ich mache eine Ecke Mutter und da setzen rein. Ja. Und lass ihn da ein paar Stunden drin stehen. Dann muss die Füße mal richtig nass haben und dann läuft er wieder. Ja, alles klar. Das wäre einer für die Nordsee. Da muss er rein am Tag und dann geht das ja, gut. Ja, genau. Wattreiten. Wattreiten. Schwierig. Und gerade den Hals. Keinen Hals nach rechts, ganz gerade den Hals. Ganz gerade. Den Kopf auch, ganz gerade. Ganz gerade den Kopf. Spielmann, du versuchst ihn jetzt festzuhalten. Ja, genau. In dem Moment läuft er praktisch so schon gegen deine Hand an. Das wollen wir verhindern. Okay. Ja, und das ist so.
Zeit für Tamme, sein Formtief zu überwinden. Denn in Ulm wartet jede Menge Arbeit. Der Knochenbrecher aus Ostfriesland ist weit über die Grenzen Norddeutschlands hinaus bekannt. Und wenn er auf Tour geht, verabreden Pferdebesitzer Sammeltermine, um dem XXL Ostfriesen ihre Vierbeiner vorzustellen. Und zurück. Schau. Ich würde sagen, wir haben lange gewartet, dass ich hier bin. Ja, ich würde es auch sagen. Nach 20 Röntgenbildern und 1000 Untersuchungen hoffe ich, dass Sie mir helfen können. Er geht lahm, hinten rechts. Und nie stark, sondern immer in der Wendung, bloß ganz leicht, wenn er langsam trat. Und das Problem ist, dass der Tierarzt mit allen Röntgenbildern jetzt nichts gefunden hat. Er hat einen 1er TÜV, sagt man dazu, weil alles so perfekt ist. Und jetzt hat er aber gesagt, ich soll mir von einem Osteopathen da helfen lassen. Aber vielleicht kann auch ein ostfriesischer Knochenbrecher. Man achte auf dieses Schmerzverzehr. Es ist immer wieder beeindruckend. Ja, jeder hat so seine eigene Auffassung von Liebe. Ja. Schulter. Oh. Und du kannst dich hundertprozentig drauf verlassen, er kommt erst dann wieder, wenn die Arbeit fertig ist. Es ist immer dasselbe. Und ich fall da immer wieder drauf rein. Woran liegt das bloß? Liebe Patienten, ich bin mit diesen Frauen liiert. Es ist mir eine Freude, diesen heiligen Brief anzuwenden. So, jetzt rüber. Nicht! Du sollst nicht helfen mit deinen großen Ohren. Ich weiß, mach das nicht extra. Hallo? So. Nicht helfen. Oh, ich muss eben massieren, ey. Oh, ja, hör mal, wegen Masseur. Aber wegen Eindrinken. Ein bisschen Schmerzen können heilbar sein. Oh, komm. Komm, tu was. Ich habe auch keine Zeit für diese Spielereien. Ja. Ein bisschen Hut. Du bist wieder voll arbeitsfähig. Komm, nicht verzögern. Den schiebe ich dir selber hin. Sonst räumst du auch nicht ab. Du musst Geld verdienen. Ja, für dich. So ist richtig. Aber auch wenn er klappert, hält er den Kopf hoch und dann rutscht wieder alles schön bis zum Magen runter. Rutscht er runter. Genau. Hier sieht man mal die kleinen Beinchen. So ein Bein, das wird nachher so lang. Das wächst nachher so schnell und dann muss sich die Haut immer erneuern, sonst würde sein Beinchen abgeschnürt. Ne? Ja. Und dann müssen die immer feucht bleiben. Wenn die jetzt nur trocken sind, dann schnürt sein Bein ab und dann stirbt das sozusagen ab. Also müsst ihr den kleinen Burschen auch zwischendurch mal die Beine nass machen? Ja, hier, das wird dann nass gemacht, dann wird er draufgesetzt und dann ist wie, oder Hautcreme, sag ich mal, oder so. Ja, ne? Ja. Das reicht. Er darf nicht nur schön trocken liegen, das geht dann gar nicht. Da hattest du früher auch so kleine Füße, Tamme. Ja, ich habe so viel getrunken, ich lag schon leicht mal nass. In Filsum schaut der Tierarzt vorbei. Er hat Pony Luna von Anfang an durch die Therapie begleitet. Das ist die kleine Luna. Luna. Das ist ein Fahrpony und die Leute haben schon einen Pony verloren. Das müssen sie einschläfern lassen. Aber ist immer noch tüchtig hier, ne? Man sieht das in der Ja, das ist noch, aber sie ist insgesamt besser drauf und es kommt jetzt durch das Saunieren auch schon einiges raus. Wie oft saunierst du den? Alle zwei Tage. Ja. Ich habe erst nur einmal einen Durchgang gemacht, weil sie noch von der Luft her sehr schlecht drauf war. Und jetzt kann sie zwei Durchgänge aber gut durchhalten. Also es klappt jetzt ganz gut. Naja. Ich habe die Papiere okay, sonst was da. Besser ist das. Man hört das natürlich noch ganz gut heftig. Ja, das ist klar. Aber tut sich aber was, oder? Es tut sich weil was. Weil da kommt einiges raus. Das sind Allergiker und die haben das dann oft so, dass es Kreuzallergien gibt. Und dann reagieren die auf ganz verschiedene Sachen, weil die alle ein bisschen miteinander verwandt sind. Mhm. Gut. Wollen wir hoffen, dass die letzte Eisenbahn hier noch klappt, ne? Dass genau. Ganz weggehen, das ist noch ein weiter Weg, aber irgendwann muss man ihn anfangen. Ja. Ne? Danke dir. Jo.
Ja, oh Gott. Ich habe noch nichts getan und bin schon müde. Ist das normal? Geht mir immer so. Die Ostfriesenkrise scheint endgültig überwunden. Ja. Komisch. Da glaube ich dir. Ja. Da habe ich mich wohl da. Oh, 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 mein Freund, Dame. Du bist von mir auch, ne? Ja, okay. Ich fahre jetzt, ich reise jetzt B in Holland. Mhm. Und das geht eigentlich ganz gut. Aber jetzt ich weitergehe. Das ist die kleine Luna. Luna. So, wir haben das ist ein Fahrpony und die Leute haben schon ein Pony verloren. Das müssen sie einschläfern lassen. Das ist immer noch tüchtig hier, ne? Man sieht das in der Ja, das ist noch, aber sie ist insgesamt besser drauf. Und es kommt jetzt durch das Saunieren auch schon einiges raus. Wie oft saunierst du den? Alle zwei Tage. Ja. Ich habe erst nur einmal einen Durchgang gemacht, weil sie doch von der Luft her sehr schlecht drauf war. Und jetzt kann sie alle zwei Durchgänge aber gut durchhalten. Also es klappt jetzt ganz gut. Naja. Ich habe die Papiere okay, sonst was da. Besser ist das. Man hört das natürlich noch ganz gut heftig. Ja, das ist klar. Aber tut sich aber was, oder? Es tut sich weil was. Weil da kommt einiges raus. Das sind Allergiker und die haben das dann oft so, dass es Kreuzallergien gibt. Und dann reagieren die auf ganz verschiedene Sachen, weil die alle ein bisschen miteinander verwandt sind. Mhm. Mhm. Gut. Wollen wir hoffen, dass die letzte Eisenbahn hier noch klappt, ne? Dass genau. Ganz weg gehen, das ist noch ein weiter Weg, aber irgendwann muss man ihn anfangen. Ja. Ne? Danke dir. Jo. Ja, oh Gott. Ich habe noch nichts getan und bin schon müde. Ist das normal? Geht mir immer so. Die Ostfriesenkrise scheint endgültig überwunden. Ja. Komisch. Da glaube ich dir. Ja, da habe ich mich wohl da. Oh, 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 mein Freund, Dame. Du bist von mir auch, ne? Ja, okay. Ich fahre jetzt, ich reise jetzt B in Holland. Mhm. Und das geht eigentlich ganz gut. Aber jetzt ich weitergehe mit ins L1. Ja. Und er soll mehr an die Arbeit. Wird er endlich hat Carmen Zeit für ihre Lieblingsbeschäftigung, Reitunterricht geben. Weil ich weiß, in Holland ist B, dass man noch so Übergänge zum Halten über Schritt gehen darf. Genau, ja. Okay. Und wenn ich ihn lasse, dann geht es gut. Und nicht zu viele Fragen, dann geht es gut. Aber wenn er an die Arbeit soll, dann wird er ganz schwer auf der Hand und geht er immer schneller. Ja. Also, das ist eigentlich das Problem. Und auch in der Galopp ist ein Galopp, denke ich mal, ist bei den Friesen sowieso ein bisschen länger Zeit nötig. Und dass sie also wirklich reell auf dem Hinterbein lernen zu tragen. Ja, genau. Und die Arbeit wollen wir uns dann gleich mal angucken. Ich mache also erst ganz viel Schrittarbeit. Ja. Ne, dass man im Schritt schon, kennt der Schenkelweichen, Weichen vor der Kalt? Ja, ja im Schritt das kennt schon. Er? Okay. Gucken wir uns an. Jetzt. Yes. Alles klar. Oh, ist gut. Alles gut. Jetzt versuchst du ihn erstmal lang zu reiten, also die Zügel ruhig relativ lang lassen. Lässt ihn ruhig erstmal gucken. Mhm. Wenn du die Idee hast, du hast ihn gar nicht in der Hand oder die Idee hast, er drückt, dann spielst du einfach mit den Ringfingern und bewegst das Gebiss im Maul ganz weich hin und her. Na, weil ein Friese hat natürlich einen enorm hoch. Riecht wie Zwiebelmett. Du kriegst ja gleich was runter. Halt mal einen Sieb hoch, Schätzelein. Warte, ich tue hier eben mal den Deckel weg. Du stehst im Licht. Du musst so stehen, dass ich Sonne habe. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Muss bei dichter dran halten. Muss bei das Sieb dichter drauf halten. Schätzelein. Hallo? Wie soll ich das? Soll das von Kilometer rein platschen, so ein bisschen festhalten, so ein bisschen über die Kumme. Du Schätzelein, mach mich nicht nervös. So richtig hat der Knochenbrecher seinem Kumpel die Sache mit dem Zwiebelhacken noch nicht verziehen. Appetitlich sieht das nicht aus, das muss ich ganz ehrlich sagen. Du gehst den Scheiß da mal rein. Aus dem Topf, hier rein. Nee, hallo, das hier rein. Ja, das zeig doch nicht da drauf. Das sei aus dem Topf. Ja, du musst auch richtig anhalten. Ich will doch den Müll da nicht mehr reinhaben. Könnt ihr denn gar nichts ohne klare Ansage? Weg in Müll. In Müll! Komm, du rührst jetzt. Schnell müde wirst du wohl. Ja, wenn's dann hilft, dann hilft's. Schweiß und Tränen stecken in diesem Zaubersaft. Jetzt schicken wir wen los zu Pony Carmen, weil es ist ein weiter Weg in die Weide. Puh,
geschafft. Du kannst schon mal drüben in die Weide gehen und das Pony ins Maul. Dann lauf mal los, mein Schatz. Komm mit mir her, kannst du draußen bleiben, mit dem Lecker holen. Jetzt nicht kneifen. Dieser Schleimlöser hat beinahe eine innige Männerfreundschaft zerstört. Schon allein deshalb wäre ein wenig Dankbarkeit angemessen. Aber darüber hinaus soll er ja auch helfen, die Atemwege frei zu machen. Also komm schon, Luna. Mund auf und durch. Schlucken. Schlucken. Nicht fudeln, schlucken. Lecker, ne? Runterschlucken. Guck, schmeckt gar nicht so schlecht. Ist ja auch jede Menge Kandis drin. Und, lecker? Opa fühlt sich endlich mal für einen Moment unbeobachtet. Jetzt hast du ordentlich geschluckt. So, das heute Abend nochmal. Ne? Du kannst ein bisschen draußen bleiben. Das wäre erledigt. Jetzt muss ich jetzt mal auf Touren kommen. Tief durchatmen und Gas geben. I don't mean to think it over. I got leaving on my mind. Die Laune wird langsam besser. Und das ist auch gut so, denn Tamme und Stefan haben einen weiten Weg vor sich. Die beiden Ostfriesen. Am Gang eines Pferdes erkennt der XXL-Ostfriese oft schon die Wurzel des Übels. Na, Kumpel? Ja, wir gehen mit dem Allee. Hat er das hauptsächlich im Sommer? Das hat vor einem halben Jahr ungefähr angefangen. Aber nicht so. Und jetzt das erste Jahr. Also ich jetzt bei uns besitze seit 8 Jahren und das war jetzt das erste Mal. Ja. Weißt du, was ein Pferd hat? Die Füße zu trocken. Ja. Herrlich. Stellen wir mal ins Wasser. Ja. Die nächsten Wochen Mutter machen, schön rein und wenn die Füße sich voll saugen, läuft doch wieder. Alles klar. Komm. Schätzelein, komm. Gib Fuß. Ihr habt mit Mauke zu tun? Ja, jein. Also so Grippe hat sie schon immer. So wunde Stellen, dass sie kratzt auch sehr viele mal die Füße. Ja, das ist Mauke. Dann machst du das mal sauber, dann löst du Alaun auf und da wäschst du das mit ab ein paar Tage. Und dann normalerweise geht das so wieder zurück. Ist gut drauf. Weißt du was, ich mache eine Ecke Mutter und da setzen wir rein. Ja. Und lass ihn da ein paar Stunden drin stehen, dann muss die Füße mal richtig nass haben und dann läuft er wieder. Ja, alles klar. Das wäre einer für die Nordsee. Da muss er rein am Tag und dann geht das gut. Ja, genau. Wattreiten. Super. So, wer ist denn jetzt dran? Nebenan versorgt Stefan ein paar Pferde mit passendem Hufbeschlag. Nicht selten sind falsche Eisen der Auslöser für die Rückenprobleme der Vierbeiner. Praktisch, wenn die Ursache gleich vor Ort behoben werden kann. So weggebrochen. Das können wir gar nicht mehr weg. Und Trab. Gut, volle Fünfe. Super. Das machst du gut. Willst du denn damit zum Turnier hin? Ja. Ja? Warst du schon mal auf dem Reiterfest mit so? Ja. Und was bist du geritten?